Meine sehr verehrten Damen, Sie sehen die, Damen und Herren, Sie sehen, die Tür schließt sich. Wir fangen normalerweise in der Fraktionssitzung immer mit einer Schelle an. Aber der Fraktionsvorsitzende hat heute keine zur Hand. Er klingelt nicht, dass wir alle wissen, dass es losgeht. Wahrscheinlich hätten Sie auch einen Schock bekommen. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass... Genau, disziplinierter als die Fraktion. Ich habe es gehört. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Und sich natürlich für unser Thema, den Verbraucherschutz, interessieren. Ich habe heute schon hören müssen, es ist ein sperriges Thema, weil wir es genannt haben, Verbraucherschutz im Spannungsverhältnis zwischen staatlicher Regulierung und Eigenverantwortung. Aber es trifft eigentlich den Kern der Sache, wo wir uns heute befinden. Sie alle wissen, wir haben ein riesengroßes Warenangebot hier in Deutschland, in Europa, aber auch in der Welt. Bei uns aber in Deutschland ist es sehr groß. Wir haben eine große, hohe Qualität und wir haben zum Beispiel im Lebensmittelbereich sehr, sehr günstige Preise. Aber dennoch hört man immer wieder auch Unzufriedenheit mit den Lebensmitteln, aber auch in anderen Bereichen. Wir hören immer mehr den Ruf nach Regulierung auf der einen Seite, aber wir hören auch genauso den Ruf nach Deregulierung. Lasst uns in Ruhe mit der Regulierung, wir haben schon so einen regulierten Markt. Und das gilt nicht nur für den Lebensmittelbereich, das gilt genauso für den Finanzbereich oder zum Beispiel für die digitale Welt. Und deswegen sind wir zu einem Entschluss gekommen, wir müssen uns mal darüber unterhalten, wo sind eigentlich unsere Grundlagen? Wir als CDU, CSU-Bundestagsfraktion, wo sind unsere Grundlagen? Was leitet uns eigentlich? Wo ist der Wertekanon? Was trägt uns? Was ist die Grundlage für eine Entscheidung, die wir dann im Verbraucherschutz, in der Verbraucherpolitik treffen müssen oder wollen? Wir machen das in anderen Ebenen auch. Wir machen das in der CDU-Partei. Wir haben eine Kommission Nachhaltig Leben und da sind wir auch gerade ein Papier am Erarbeiten. Das hat ganze schlanke 27 Seiten bis jetzt. Das wird dann beim Bundesparteitag hoffentlich beschlossen. Ich weiß, dass die Mittelstandsvereinigung auch an dem Thema dran ist und sagt, wie definieren wir aus dem Mittelstand denn Verbraucherpolitik? Aber all das hat den Impuls hier bei uns in der Fraktion genommen. Wir sind die Impulsgeber, die Ideenbringer für diesen Prozess. Ich wünsche mir, dass wenn wir heute heftig miteinander diskutiert haben, dass am Ende ein Papier rauskommt, dass wir am Ende eine Grundlage beschließen können, wir in der Fraktion, CDU, CSU-Fraktion, die dann eine, ja, uns auch ein bisschen einfacher macht, unsere Einzelentscheidungen in den ganzen verschiedenen Bereichen, in denen wir Verbraucherschutz machen, uns ja, helfen kann, eine Leitlinie, eine Leitplanke sein kann. Wie gesagt, die Fraktion, die gibt den Takt vor und deswegen bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, dass der Taktgeber, unser Chef, der Fraktionsvorsitzende Volker Kauder, heute auch hier ist. Denn ohne ihn, der auch sagt, das ist mir ein wichtiges Anliegen, immer und immer wieder auch der Verbraucherschutz, würde das Thema bei uns gar nicht so gespielt in der Fraktion und auch in der Politik. Lieber Herr Kauder, es ist mir ein bisschen komisch, Sie hier in Ihrem eigenen Raum, Sie sind ja Herr im Ring, zu begrüßen zu dürfen oder zu müssen. Normalerweise ist ja Ihr Gebiet, aber ich tue es dennoch. Also herzlich willkommen hier bei uns im Verbraucherschutz. Ich würde Ihnen auch gern zunächst das Wort geben, ein bisschen entgegen, was im Programm steht. Weil wir haben ja heute 17. Juni und er hat auch noch andere Verpflichtungen, aber ein Stückchen wird er hier bleiben. Aber lassen Sie mich gerade vorher vielleicht noch die ein oder andere Hinweis zum Tagesablauf sagen. Wenn Herr Kauder gesprochen hat, darf ich meine Kollegin ans Podium bitten, Elisabeth Winkelmeier-Becker. Sie ist Richterin und ist jetzt Sprecherin für Recht und Verbraucherschutz und steht unserer AG Recht und Verbraucherschutz vor. Danach wird Alvis Gehrig sprechen. Er ist jetzt der Vorsitzende im Ausschuss Landwirtschaft und Ernährung. Auch da liegt ja noch ein Teil des Verbraucherschutzes, nämlich alles, was mit Lebensmitteln zu tun haben. Und als Letzten haben wir, weil wir ja auch immer mehr aus Europa den Verbraucherschutz, ich will sagen, diktiert bekommen, Frau Dr. Anja Weisgerber dabei. Frau Weisgerber ist Kollegin jetzt und war früher im Europaparlament, war da auch zuständig für den Verbraucherschutz und hat sicherlich auch ein paar Einblicke und Eindrücke aus Europa für uns. Dann gehen wir über, wenn die Statements vorüber sind, in den Vortrag von Herrn Professor Schmidt-Kessel. Ein Impulsvortrag und dann werden wir in die Diskussion einsteigen. Soweit das Programm und wir denken mal so Viertel nach fünf oder so sollten wir fertig sein. Das kommt ein bisschen darauf an, wie intensiv Sie sich beteiligen. Deswegen auch meine Bitte, beteiligen Sie sich wirklich. Deswegen haben wir Sie auch eingeladen. Wir wollen Ihre Meinung wissen. So, und jetzt hat das Podium mein Fraktionsvorsitzender, lieber Herr Kauder. Ja, liebe Mechthild Theil, vielen Dank für die Vorbereitung dieses Kongresses und in der Funktion als Verbraucherschutzbeauftragte unserer CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und Mechthild Theil hat in ihrer Arbeit, sie war es schon in der letzten Legislaturperiode, auch feststellen können, wie sich das Thema Verbraucherschutz verändert hat. Ich hatte gerade vorhin noch ein Gespräch mit
dem Schiff der Verbraucherzentrale. Und auch da konnte man feststellen, dass wir heute ein bisschen andere Themen haben als noch früher. Noch vor einigen Jahren war Verbraucherschutz vor allem ein Thema des Lebensmittelschutzes. Die ganzen Lebensmittelskandale, die es gab, wir haben jetzt schon lange keinen mehr gehabt, gutes Zeichen, hoffentlich hält es an, hat ja den Eindruck erweckt, als ob Verbraucherschutz ausschließlich ein Thema von gesunden Lebensmitteln war. Und deswegen war ja auch das Thema Verbraucherschutz immer zugeordnet im Bereich Landwirtschaft beispielsweise. Und ich war immer schon der Meinung, dass das zwar ein wichtiges Thema ist, aber dass Verbraucherschutz weit mehr ist. Und dass Verbraucherschutz vor allem dort notwendig ist, wo der Einzelne nicht in der Lage ist, zu erkennen, wie die Dinge sich verhalten und wo er aus eigener Kompetenz heraus nicht mehr das Leben so bestimmen kann, wie er es möchte. Und unser Kompass bei der CDU, bei der CSU ist ja, wir machen Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes. Je weniger Menschen sich mit dem Christentum befassen, wird es immer schwerer, das zu erklären. Trotzdem bleibt es dabei. Und da ist das zentrale Thema, was heißt eigentlich Politik auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes? Das heißt, der Mensch ist zur Freiheit befreit und nicht zur Gängelung von irgendjemandem. Aber zur Freiheit heißt auch zur Verantwortung. Freiheit und Verantwortung sind die beiden zentralen Punkte. Kann man sehr schön, wenn man das noch zur Verfügung hat, im Neuen Testament nachlesen, Galater 5. Dort steht genau diese Formulierung drin, das, was es heißt, auf Grundlage des christlichen Menschenbildes. Und das bedeutet, es hat etwas mit der Würde des Einzelnen zu tun, dass er ein selbstbestimmtes Leben führen kann. Und je mehr der Mensch gegängelt wird, desto weniger hat es etwas mit Würde zu tun. Ich war über einige Jahre hinweg Sozialdezernent in einem Landkreis und habe dort auch immer den Punkt vertreten, es ist nicht unbedingt die höchste Stufe der Würde, jeden Monat zum Sozialamt zu kommen und dort mit den Mitarbeitern über irgendwelche Punkte rumstreiten zu müssen. Steht mir noch ein paar Schuhe zu oder steht mir das zu oder jenes nicht? Und daraus habe ich den Schluss gezogen, dass es nicht in erster Linie notwichtig ist, zu überlegen, wie kann ich denjenigen, der Sozialhilfe bekommt, immer noch besser betreuen und es ihm leichter machen, sondern in erster Linie ihm zu helfen, dass er seine volle Würde wieder zurückbekommt und das heißt, ihn in Arbeit zu bringen. Die Würde heißt zunächst einmal, sein Leben aus eigener Kraft meistern zu können. Und das heißt eben, frei und selbstbestimmt zu sein. Und nun leben wir in einer Welt, in der es nicht immer ganz einfach ist, dieses zu realisieren. Und da ist die Versuchung groß von Organisationen und auch vom Staat, dem Menschen nicht zu helfen, sondern ihm gleich zu sagen, wie es geht. Ihn also zu bevormunden. Und überall, wo der Staat bevormundet, hat er auch den Drang zu kontrollieren, ob das auch klappt. Und deswegen ist mit jeder staatlichen Regelung, die eine Bevormundung ist, zugleich auch verbunden die Kontrolle. Machen die Typen das auch so, wie wir es uns vorgestellt haben? Mit Bußgeldern und vielem anderen mehr. Und das ist der Punkt, wo wir sagen müssen, wir wollen und gehen von einem Menschen aus, der in der Lage ist, als Regelfall frei und selbstbestimmt zu leben. Und das heißt, in komplexen und schwierigen Sachverhalten müssen wir helfen durch Information. Bevormundung aber nur dort und Regelung nur dort,
wo es keine andere Möglichkeit mehr gibt. Und das heißt Subsidiarität, ein schöner Begriff aus der katholischen Soziallehre, den heute viele auch schon gar nicht mehr kennen. Und das heißt, dass immer der Einzelne das machen soll und lösen soll, was er kann. Und dann kommt immer die nächste Einheit. Und erst dann, wenn diese kleinere Einheit nicht mehr kann, kommt die nächstgrößere Einheit. Und das bedeutet, dass wir so lange wie überhaupt nur möglich den Einzelnen in die Situation bringen müssen und sollen, durch Informationen und gute Informationen entscheiden zu können. Und wir können den Menschen auch nicht jede Entscheidung abnehmen. Ich kann ihnen nicht die Entscheidung abnehmen, ob sie bei Google jedes Mal das Häkle anklicken, ob sie mit den Geschäftsbedingungen einverstanden sind. Kann ich ihnen nicht abnehmen. Und das muss man den Menschen eben auch sagen. Es gibt, ihr habt bestimmte Angebote und ihnen sagen, was damit zusammenhängt. Wir können mit Verbänden, Vereinigungen, beispielsweise mit der Verbraucherzentrale und anderen, für die Menschen lesen und können ihnen sagen, pass mal auf, das steht in diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen drin und wenn du es anklickst, hat es die und jene Konsequenz. Aber wir können auf gar keinen Fall sagen, wir übernehmen das für dich, indem wir entscheiden, brauchst du diesen Google-Dienst überhaupt? Nein, den brauchst du natürlich nicht. Und deswegen brauchst du auch gar nicht anklicken, deswegen sagen wir dir gleich, das brauchst du nicht. Das können wir auf gar keinen Fall machen. Und deswegen müssen wir schon darauf drängen, dass auch der Verbraucherschutz in erster Linie keine Verbotsagenda ist, sondern dass sie für den Einzelnen eine Unterstützung und Hilfsagenda ist. Und wir haben auf der anderen Seite als Staat die Aufgabe, dort, wo der Einzelne es nicht mehr kann, dafür zu sorgen, dass die Angebote transparent sind und dort, wo die Angebote gesundheitsgefährdend, große Risiken haben, diese Angebote entsprechend zu regulieren und zu kontrollieren. Es hat mit den Lebensmitteln etwas zu tun, weil wir jetzt gerade die wunderbare, schöne Diskussion überall mit TTIP haben und ich gelernt habe, was mich auch etwas überrascht hat, dass man noch was dazulernt, in der Diskussion gelernt habe, dass das Chlorhühnchen der entscheidende Punkt ist, nichts anderes, sondern das ist das entscheidende Thema. Da kann ich nur sagen, da bin ich voll dafür, dass wir mit den Amerikanern darüber reden, dass wir unsere Hühner, meistens Salmonellen belastet, in die zu den Amerikaner bringen dürfen und die Amerikaner ihr Chlorhühnchen zu uns bringen dürfen, top sauber ohne Salmonellen. Und dann sollen doch die Leute selbst entscheiden, was sie möchten. Und deswegen muss es draufstehen. Und dann können die Leute entscheiden, was sie wollen. Das Chlorhuhn ist nicht gesundheitsgefährdend. Das mag dem einen oder anderen nicht so passen. Er selber ist meistens, wenn er im Sommer jetzt unterwegs ist, auch als Chlorhuhn unterwegs, wenn er in den Schwimmbädern ist. Das ist ungefähr die Konzentration, mit dem das Chlorhuhn da geschwommen ist durch das Wasser. Aber das ist ja mal jetzt egal. Ich sage nur, wir müssen... Das heißt, Transparenz muss hergestellt werden, es muss gezeigt werden, was ist in den Dingen drin und dann kann der Einzelne entscheiden, was er will. Es ist überhaupt keine Gesundheitsgefährdung, wenn in bestimmten Lebensmitteln der Käse kein wirklicher Käse ist. Aber es geht natürlich nicht, da muss nun, das kann der Einzelne nicht entscheiden, wenn er die Packung da anguckt, weiß er nicht, ob die weiße Masse da nun wirklich Käse ist oder nicht Käse. Dann muss man verlangen, und das ist dann die Aufgabe des Verbraucherschutzes aus unserer Sicht, dass das angegeben wird, was das Material da ist. Und dann kann der Einzelne entscheiden, ob er will oder nicht. Das heißt also, dass wir auf der einen Seite dafür sorgen müssen, dass das, was angeboten ist, auch richtig identifizierbar ist und dass auf der anderen Seite der Einzelne seine freie Entscheidung treffen kann. Und wir haben erkannt, dass natürlich im Bereich Verbraucherschutz, eine ganze Reihe von Fragen wichtiger geworden sind als die Lebensmittelthemen. Und da ist der ganze Bereich neue Medien, Netz ein zentrales Thema. Und ich kann mit großem Interesse sehen, dass der Kampfruf Freiheit im Netz
dazu führt, dass immer mehr Menschen unfrei werden und abhängiger werden. Und da, finde ich, muss man helfen, diese Information zu geben. Das Netz vergisst nichts. Das ist mal die zentrale Aussage, die müssen wir den Menschen sagen. Und wenn man dann sieht, was die Leute einem Netz, das nichts vergisst, alles anvertrauen, und dann nachher kommen sie und sagen, nachdem sie dem Netz alles anvertraut haben, nachdem sie sich total ausgezogen haben und dorthin gestellt haben, kommen sie und sagen, aber jetzt musst du verhindern, dass das nicht dorthin kommt, wo ich es nicht will. Und da muss ich sagen, das ist nicht möglich oder nur sehr schwer möglich. Und deswegen ist es richtig, dass wir den Leuten eine Information geben und sagen, passt auf, was ihr dem Netz anvertraut. Auf der anderen Seite gehört es aber auch zum Verbraucherschutz, den wir als Staat und als Politik realisieren müssen, dass ich nicht bereit bin zu akzeptieren, dass Dinge, die aus gutem Grund in der realen Welt verboten sind und sanktioniert sind, in der virtuellen Welt zulässig sein sollen. Und da ist ein Thema auch im Verbraucherschutz. Es ist natürlich absolut unzulässig, im Netz andere bloßzustellen, sie dort zu mobben, was in der zu stalken, wie man auch sagen kann, was in der realen Welt nicht zulässig ist. Da sind wir gefordert. Da kann der Einzelne eben nicht mehr eingreifen. Neue Dimensionen, die da auf uns zukommen. Und natürlich, sage ich mal, ein Thema, das ich für wichtig im Verbraucherschutz halte, dass Produkte, die angeboten werden, vom Einzelnen auch beurteilt werden können. Die allerwenigsten von uns sind in der Lage, die Qualität in Anführungsstriche ihrer privaten Versicherung aus eigener Kraft heraus festzustellen. Ist meine Lebensversicherung wirklich die beste mit der Rendite? Ist die Riester-Rente, die ich abschließen kann, tatsächlich das Beste? Und da, finde ich, gehört auch zum Verbraucherschutz, diese Dinge aufzumachen. Und dann können die Menschen es entscheiden. Und weil das so ist, bin ich ein großer Anhänger, das darf man auch sagen, weil das ja praktisch auch eine Einrichtung von uns ist, eine der wirklich großen Innovationen beim Verbraucherschutz war die Stiftung Warentest mit dem Testheftchen. Jetzt sagen manche, die irren sich ja auch. Jetzt haben sie sogar noch gegen die Rittersportschokolade verloren. Ja, das kann ja durchaus mal sein. Aber es ist transparent. Und genau diese Form des Belegs mit gut, sehr gut oder befriedigend führt ja auch dazu, dass die entsprechenden Unternehmen sagen, ich bin mit der 3 nicht zufrieden oder mit der 2. Und es ist doch eine tolle Information, wenn mir gesagt wird, dass das Waschmittel Persil in der Qualität total identisch ist mit dem wesentlich billigeren Tandil. Und dann beim Aldi. Und dann kann ich, da bin ich totaler Experte. Und dann kann ich mich entscheiden, ja, dann kann ich mich entscheiden als Verbraucher, will ich nun dieses Tandil kaufen oder das Persil? Und da ich mir überlege und sage, wenn es bald keine Marken mehr gibt, gibt es vielleicht auch keine Innovation, bin ich bereit, lieber das Persil zu nehmen als das Tandil. Das heißt also, wir machen Angebote und der Einzelne kann sich dann entscheiden, was er tut. Und auf dieser Ebene finde ich Verbraucherschutz wichtig, notwendig. Da können wir einen Beitrag leisten. Aber eins will ich klar sagen, Verbraucherschutz darf nicht zu einer Verbraucherbevormundung kommen. Verbraucherschutz und Verbrauchermündigkeit gehören zusammen. Und vor allem darf es nicht zu einer Bevormundung kommen in Bereichen, wo der Einzelne selbst entscheiden kann und soll. Ich möchte mir von niemandem, ob grün, rot oder schwarz, wesentliche Entscheidungen meines Lebens vorschreiben lassen, sondern die möchte ich schon bitte noch selbst treffen. Und das ist der entscheidende Punkt, auch im Verbraucherschutz, den Bürger nicht zu entmündigen,
sondern ihn in seiner Mündigkeit zu stärken. Und ich wünsche mir, dass von diesem Fachgespräch heute dafür gute Impulse ausgehen. Herzlichen Dank. Lieber Volker Kauder, meine sehr verehrten Damen und Herren, dem ist eigentlich gar nicht mehr viel hinzuzufügen. Trotzdem freue ich mich auch von meiner Seite, Sie als rechtspolitische Sprecherin der Fraktion hier bei dem heutigen Kongress begrüßen zu dürfen. Zu dem Rechtspolitischen gehört nämlich jetzt auch in dieser Wahlperiode neu der Bereich Verbraucherschutz. Sie sehen das im Kürzel BMJV, wenn wir vom Ministerium sprechen, da ist das V hinzugekommen für den Verbraucherschutz. Und das spiegelt sich eben auch in unseren Zuständigkeiten hier wieder. Zuerst dachte man, oh ja, zwei Welten begegnen sich, Verbraucherschutz und Recht. Das sind teilweise doch Bereiche, die unterschiedlich betrachtet wurden, in denen auch die Handlungsformen, auch die Herangehensweise unterschiedlich ist. Im Verbraucherschutz kommt zum Beispiel neben der gesetzlichen Regelung auch die Aktion durch Marktwächter hinzu. Mache ich mein Modell, untersuche ich etwas, in welcher Form kann ich unterstützen, also neue Handlungsformen. Aber ich denke, es macht durchaus auch Sinn, den Bereich Verbraucherschutz zum Bereich Recht zusammenzufügen. Für uns war das eine kleine Umstellung, aber wir erleben, dass sich die wichtigen Fragen des Verbraucherschutzes auch zunehmend dort abspielen, im Bereich des Rechts, wenn es darum geht, Vertragsbeziehungen fair zu gestalten, wenn es darum geht, Aufklärung, Maßstäbe dafür neu festzusetzen, dann sind wir genau richtig im Bereich des Rechts. Dann freue ich mich, dass Sie hier sind, um uns zu beraten. Unser Anspruch ist, gute Politik zu machen, auch haarscharf an den tatsächlichen Problemen in der Praxis. Und nun sind wir auch alle selber Verbraucher, auch wir Politiker. Aber in dem Fall ist es sehr, sehr wertvoll, wenn wir von Ihnen, dann auch Beratung bekommen, wenn Sie uns schildern, was die Fragen sind, die Ihnen und den Verbrauchern ansonsten auf den Nägeln brennen und wenn Sie uns vielleicht auch den einen oder anderen Tipp mitgeben können, wie wir das für die Politik aufgreifen können. Und hat Verbraucherschutz sehr viel auch mit dem Menschenbild zu tun. Das war den Ausführungen des Fraktionsvorsitzenden gerade in aller Klarheit zu entnehmen. Und unser Bild ist der Verbraucher auf Augenhöhe mit dem Vertragspartner. Nur dann ist der Verbraucher wirklich frei und kann seine Entscheidung treffen. Aber uns geht es eben vor allem auch um diese Freiheit, die auch das Recht einschließt, sich mal selber zu schaden, ein Risiko einzugehen, dem vielleicht auch eine Chance gegenübersteht oder weil es eben Spaß macht. Das ist etwas, was jeder Einzelne auch entscheiden muss und was wir ihm nicht überstülpen dürfen. Da darf der Verbraucherschutz nicht das Einfallstor für Bevormundung werden. Verbraucherschutz auf Augenhöhe, das hat viele Ansatzpunkte, die wir auch aktuell im Bereich der Rechtspolitik, Rechts- und Verbraucherpolitik haben. Wir verhandeln im Moment zum Beispiel über die Ausweitungen von Verbandsklagen, dann, wenn es um datenschützende Regeln geht. Da sehen wir eine Asymmetrie. Der Einzelne kann nicht immer durchschauen, was mit seinen Daten gemacht wird. Da sollen kundige Verbände auch in die Lage versetzt werden, mögliche Fehler aufzuspüren und dann auch geltend zu machen. Und ein anderer Punkt, wir bemühen uns im Moment darum, eine Streitschlichtung einzurichten, eine Möglichkeit, möglichst niederschwellig, nicht immer mit jedem Streit, mit jeder Kleinigkeit vor Gericht gehen zu müssen, sondern das auch auf andere Art und Weise schnell und günstig und befriedend zu lösen. Das sind zwei Dinge, die wichtig sind in dem Zusammenhang. Wir glauben, dass das auch am langen Ende der Wirtschaft nutzt. Der aufgeklärte Verbraucher, der mit seinen Entscheidungen im Reinen ist, der weiß, was er tut, der ist auch konsumfreudiger und der nimmt auch gerne die Angebote der Wirtschaft in Anspruch. Das heißt, da sehen wir gar keinen Widerspruch, sondern wir wollen die Verbraucher
als verantwortungsvolle, selbstverantwortliche und freie Subjekte in diesem Zusammenhang stärken. In diesem Sinne freue ich mich auf eine gute Diskussion. Herzlichen Dank. Ja, lieber Volker Kauder, liebe Mechthild Heil, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlichen Dank zunächst an die Verantwortlichen für dieses heutige Fachgespräch. Es ist gut und wichtig, dass wir uns immer mal wieder auch in einem solchen größeren Rahmen dem wichtigen Thema Verbraucherschutz widmen. Und ja, als Vorsitzender im Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft bin ich mehr für den anderen Teil des Verbraucherschutzes zuständig. Sehr wohl, wir haben in dieser Legislatur dieses V nicht mehr im Namen unseres Ministeriums. Gleichwohl ist der Bereich des gesundheitlichen Verbraucherschutzes nach wie vor in unserem Ministerium, in unserem Ausschuss verankert und nach meiner festen Überzeugung auch sehr wichtig. Das heißt, wir kümmern uns auch im Ausschuss nach wie vor um diese Themen sehr, sehr intensiv. Es geht um die Mittel zum Leben, deswegen heißen sie Lebensmittel. Es geht um vieles mehr und bereits 1690 hat der Komponist Förtsch gesagt, weil Speis und Trank auf dieser Welt doch Leib und Seel zusammenhält. Und so haben die Nahrungsmittel für unsere Bürger immer noch eine ganz besondere Bedeutung. Es geht aber auch um andere verbrauchernahen Produkte, die gesundheitliche Unbedenklichkeit besonders wichtig ist, wie Kleidung, Kosmetika, Reinigungsmittel oder um Spielzeug. In unserer sehr komplex und global gewordenen Warenwelt kann der Verbraucher die Sicherheit von Produkten unmöglich alle selbst überprüfen. Deswegen muss schon auch der Bund, die Länder, die Kommunen sich ein Stück weit um diesen gesundheitlichen Verbraucherschutz kümmern. Es geht um Risikovorsorge bei konkreten Gesundheitsgefahren für Verbraucher sollte und muss der Staat eingreifen. Da darf weder Verharmlosung durch die Wirtschaft noch hysterische Skandalisierung von NGOs vordergründig Glauben geschenkt werden. Der Staat muss sich selbst ein Bild von Gefahren und Risiken machen. Es geht um objektive, fundierte, möglichst wissenschaftliche Analysen für die Konsumenten. Behörden und Politik gleichermaßen sind hier gefordert. Bei der Überprüfung beispielsweise leistet das Bundesinstitut für Risikobewertung eine anerkanntermaßen hervorragende Arbeit. Die BfR ist ein unabhängiges, kompetentes Institut und ist immer ganz besonders dann, wenn irgendwelche Krisen, die ja schlagartig auftreten, für uns alle unverzichtbar. Es geht um Überwachung. Natürlich muss überprüft werden, ob die Standards des gesundheitlichen Verbraucherschutzes auch eingehalten werden und wirksam sind. Und das möglichst ohne Gängeln und ohne Bevormundung, wie es der Fraktionsvorsitzende sehr richtig gesagt hat. Und da leisten zum Beispiel die Behörden der Lebensmittelüberwachung von Ländern und Kommunen vor Ort draußen eine ganz besonders wertvolle Arbeit. Wichtig ist auch, dass die Länder übergreifend zusammenarbeiten, dass sie reibungslos zusammenarbeiten und dass die Kontrollen von Lebensmittelunternehmen und Gastronomie notwendig sind. Darüber besteht sicher
kein Zweifel, auch wenn sie manchmal für die Betroffenen als Belastung wahrgenommen werden. Aber es zahlt sich aus. Die jährlich gemachten Untersuchungen und Statistiken weisen aus, dass insbesondere Nahrungsmittel, die in Deutschland produziert werden, zum Beispiel bei Rückständen von Pflanzenschutzmitteln, immer besser werden, gesünder werden. Das schafft auch Vertrauen bei den Verbrauchern. Und da ist es mir nochmal wichtig zu sagen, dass wir in Deutschland die höchsten Standards bei Nahrungsmitteln weltweit haben. Und deswegen ist es mir auch wichtig, das Verbrauchen bei den Verbrauchern einerseits zu haben, andererseits aber auch den kritischen Verbraucher draußen zu haben, der noch bewusster als seither einkauft. Lebensmittel sind sehr günstig in Deutschland. Sie werden heute häufig nicht mehr in dem Maße wertgeschätzt, wie es eigentlich vonnöten wäre. Deshalb reden wir auch sehr viel über den Bereich Lebensmittelverschwendung. Und wenn wir es schaffen, dass die Verbraucher noch bewusster ins Regal greifen, dann haben auch die Landwirte draußen, die bäuerlich geführten Familienbetriebe, ihre Chance. Dann kann es eine Win-Win-Situation geben für gesunde Nahrungsmittel, für eine schöne Kulturlandschaft, für lebendige Dörfer und für die Verbraucher. Und da möchte ich ein Stück weit hin. In Verbindung mit TTIP sage ich, es ist auch eine Chance für Deutschland, wenn wir erreichen, dass wir durch entsprechende Kennzeichnung die Verbraucher noch bewusster zum Einkaufen schicken, um dann sehr bewusst und gezielt die Produkte kaufen, vor denen sie eine hohe Sicherheit erwarten können. Ich möchte auch ansprechen, dass der Lebensmitteleinzelhandel, wir wissen, 4 große Unternehmen haben 85% Marktanteil, dass von diesem Lebensmitteleinzelhandel ebenfalls eine sehr, sehr große Verantwortung für die Zukunft unserer Lebensmittel ausgeht. Ja, Gesundheit ist ein hohes Gut, unser höchstes Gut überhaupt, und schon das Grundgesetz verbirgt das Recht auf körperliche Unversehrtheit. Deshalb ist der Staat ebenfalls gefordert, für die Gesundheit des Verbrauchers zu sorgen und sie zu schützen. Wir alle wissen, es gibt keine absolute Sicherheit, auch nicht beim gesundheitlichen Verbraucherschutz. Und deswegen brauchen wir in der sozialen Marktwirtschaft beides. Wir brauchen staatliche Vorsorge einerseits und wir brauchen Eigenverantwortung der Konsumenten auf der anderen Seite, dann sind wir auf dem richtigen Weg. Statt zu bevormunden und über zu regulieren, muss es darum gehen, dass die Verbraucher selbst erkennen können, was für sie gut und wichtig ist. Und die Verbraucherbildung muss nach meiner Überzeugung unbedingt bereits im Kindesalter und in der Schule beginnen. Und besonders für den Bereich der Ernährung gilt, was gesundheitlich schädlich ist und was nicht, ist sehr häufig eine Frage von Maß und Mitte und auch des Einzelfalls. Hier muss der Verbraucher mündig selbst entscheiden. Für seine Entscheidung braucht er die relevanten Informationen, die müssen transparent sein, und da muss der Staat ein Stück weit sein Tun dazugeben. Die Ernährungspolitik ist ein gutes Beispiel nach meiner festen Überzeugung, wie wichtig Eigenverantwortung und wie wir über staatliche Regulierung nicht alles regeln können. Ein Negativbeispiel wäre für mich, wenn wir beispielsweise, wie unlängst gefordert wurde, eine Steuer auf Zucker oder Fett einführen. Das wäre kontraproduktiv, weil weder Zucker noch Fett per se gesundheitsschädlich
sind. Und wenn wir hier die Verbraucher bestrafen wollen, wären wir auf dem falschen Weg. Abschließend kann ich sagen, ich bin mir sicher, nicht staatliche Verbote führen zu mehr Gesundheit und weniger Krankheit, sondern es geht um die Balance zwischen richtiger Ernährung, zwischen der richtigen Bewegung und einem gesunden Lebensstil. Lassen Sie uns in diesem Sinne auch die heutige Veranstaltung sehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sehr geehrter Herr Fraktionsvorsitzender Volker Kauder, liebe Mechthild Heil, verehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Auch ich freue mich sehr, dass wir heute von Seiten der Fraktion ein Fachgespräch zum Thema Verbraucherschutz haben, denn das ist wirklich ein Thema, was jeden betrifft und einfach nah am Menschen dadurch dran ist. Bei diesem Thema können wir von Seiten der Politik auch gut vermitteln, was wir für die Menschen tun können. Und deshalb bin ich auch der Meinung, wir sollten das Thema nicht allein der Opposition überlassen, und das tun wir auch nicht. Wichtig ist allerdings dabei und interessant ist eben auch die Frage, wie wir das Thema dann besetzen und was dabei eben unser eigenes Leitbild für eine effektive Verbraucherschutzpolitik ist. Und ich denke, die Veranstaltung heute kann auch dazu beitragen, dieses Leitbild noch weiter zu schärfen und vielleicht auch die Unterschiede zur Opposition dabei herauszuarbeiten. Wir haben es gerade von den Vorrednern gehört, wir wollen einen Verbraucherschutz auf Augenhöhe, keine Bevormundung, kein Lenken durch den Gesetzgeber in eine bestimmte Richtung. Der Gesetzgeber muss nur den Rahmen schaffen, damit der Verbraucher eine bewusste Kaufentscheidung treffen kann. Wie gestaltet sich das in der Praxis? Und da sage ich zunächst mal, Verbraucherschutz beginnt meiner Meinung nach bei der Wirtschaft. Verbraucherschutzpolitik ist Wirtschaftspolitik und auch umgekehrt. Auch die Wirtschaft muss in erster Stufe ihre Verantwortung übernehmen. Erst in der zweiten Stufe, wenn die Freiwilligkeit nicht greift, muss dann der Gesetzgeber oder kann dann der Gesetzgeber eingreifen, aber dann ist eben auch die Frage, wie er eingreift, und da gibt es eben auch Unterschiede zum politischen Gegner. Wir wollen keine Gutmenschenpolitik, es muss nicht alles gesetzlich geregelt werden, sondern wir brauchen einen angemessenen Ausgleich zwischen den Interessen der Verbraucher und den Interessen der Wirtschaft. Und da muss ich eben an der Stelle möchte ich erstmal auf die Wirtschaftspolitik eingehen. Die Verbraucher profitieren in erster Linie auch schon mal von einem funktionierenden Wettbewerb zwischen den Wirtschaftsteilnehmern und von einem ungehinderten Zugang zu den Waren und Dienstleistungen, zum Beispiel auch im europäischen Binnenmarkt. Vor allen Dingen auch durch das digitale Zeitalter ist da einfach das Angebot für die Verbraucher viel breiter geworden. Durch den Wettbewerb haben wir eine höhere Produktvielfalt, wir haben mehr Innovationen und wir haben durch diesen Wettbewerb, auch durch den europäischen Binnenmarkt, das ist nebenbei bemerkt auch eine Erfolgsgeschichte des europäischen Binnenmarktes, haben wir auch günstigere Preise, zum Beispiel bei der Telefonie, bei den Telefonkosten oder auch bei den Flugpreisen. Und an der Stelle zur Wirtschaft ist natürlich dann auch zu sagen, wie schaffen wir es, dass diese Vorteile von diesem Wettbewerb beim Verbraucher auch ankommen? Wie profitiert der Verbraucher am besten davon? Und deswegen braucht es Vergleichsportale, braucht es auch Bewertungen dieser vielfältigen Angebote der Wirtschaft, wie das der Fraktionsvorsitzende auch gerade erwähnt hat. Und da muss man auch sagen, da hat die Wirtschaft schon vieles auf freiwilliger Basis eingerichtet. Eine andere Frage ist dann, wie kommt der Verbraucher zu seinem Recht? Frau Winkelmeier-Becker hat die Streitschlichtung auch in Verbraucherangelegenheiten angesprochen, wo wir momentan auch über die Umsetzung der ADR-Richtlinie und der UDR-Verordnung diskutieren. Auch da gibt es schon einiges in der Wirtschaft. Manche Branchen haben schon Ombudsleute eingerichtet, Banken, Versicherungen, Energieversorger. Und meiner Meinung nach sollten wir jetzt diese Diskussion um die Umsetzung vielleicht als Chance nutzen, aus der Vielfalt, die schon existiert, vielleicht eine Einheit letztendlich in dem Zusammenhang zu schaffen. Ja, und dann, wenn die Freiwilligkeit nicht greift,
dann muss halt an manchen Stellen überlegt werden, wo der Gesetzgeber tätig wird. Und da sage ich, die erste Stufe ist eben erstmal die Transparenz durch Information und erst dann, natürlich ist dann auch an Grenzwerte, an Gebote, Verbote zu denken, wo man aber eben diesen Ausgleich schaffen muss. Und bei der Frage, der Gesetzgeber greift ein, möchte ich meine Erfahrung aus der europäischen Ebene einfließen lassen. Es ist nämlich dann die Frage, welche Ebene greift ein, der europäische Gesetzgeber oder der nationale Gesetzgeber. Und gerade wenn es um Produkte geht, die im europäischen Binnenmarkt kursieren, macht es einfach Sinn, dass der europäische Gesetzgeber einen Rahmen, einen Rechtsrahmen schafft, entweder durch eine Verordnung, die eben dann unmittelbar greift, oder durch eine Richtlinie. Bei der Richtlinie gibt es natürlich dann Gestaltungsspielraum für den nationalen Gesetzgeber und dann ist dann oft die Frage, haben wir eine 1:1-Umsetzung oder wird eventuell noch was draufgesetzt? Und da geht es dann auch bei der Umsetzung europäischer Richtlinien auch oft um die Frage, bekommen wir eine Vollharmonisierung oder eine Teilharmonisierung? Genau diese Diskussion hatten wir bei der Verbraucherrechte-Richtlinie im Europäischen Parlament. Da war ich auch direkt dran beteiligt. Und man hat sich dann letztendlich dafür entschieden, dass es grundsätzlich eine Vollharmonisierung ist, aber dass es die Möglichkeit gibt, für die Mitgliedstaaten durch Öffnungsklauseln auch noch ein etwas höheres Verbraucherschutzniveau festzulegen. Aber wir haben grundsätzlich mal gleiche Verbraucherrechte, zum Beispiel beim Widerrufsrecht. Und das ist auf jeden Fall ein Mehrwert der europäischen Gesetzgebung. Ja, wenn man dann bei der Frage, wie der Gesetzgeber eingreift, ist, dann haben wir natürlich in erster Linie, möchten wir die Information, wir möchten gute Information, sie muss erfassbar, sie muss lesbar sein. Wir haben zum Beispiel beim Beipackzettel bei Medikamenten auf europäischer Ebene auch eine Gesetzgebung auf den Weg gebracht, dass diese lesbarer werden. Sie muss auch erfassbar sein, die Information, AGBs im Internet, die sind oftmals so lang, man will eigentlich zur Leistung kommen, man drückt einfach, klickt drüber hinweg. Also diese Erfassbarkeit ist ein Thema, wo eventuell auch an der einen oder anderen Stelle der Gesetzgeber tätig werden kann. Wo sind wir auf europäischer Ebene und im Bundestag auch tätig geworden? Bei der sogenannten Buttonlösung. Es ist ja manchmal im Internet so, man surft im Internet, früher war das so, und hat auf einmal einen Vertrag abgeschlossen. Und da setzt sich unsere Politik wieder um, da gibt es jetzt die Buttonlösung, dann wird man erst aufgefordert, wollen Sie wirklich diesen Vertrag jetzt abschließen, kostet so und so viel. Und erst wenn man diesen Button dann drückt, kommt es letztendlich zum Vertrag. Lebensmittelkennzeichnung noch vielleicht als letztes Beispiel, weil ich da auch an der Diskussion im Europäischen Parlament beteiligt war. Wir haben dort auf jeden Fall einen Mehrwert durch die Nährwertkennzeichnung jetzt bekommen. Aber wir wollen eben auch da keine Bevormundung. Und eine Bevormundung wäre es in unseren Augen auch gewesen, wenn man es verkürzt hätte auf eine Nährwertampel. So mit der Nährwerttabelle kann sich jeder Verbraucher, der es möchte, informieren, kann ausführliche, vergleichbare, auch jetzt durch die Gesetzgebung Informationen bekommen. Und auch bei der Imitatskennzeichnung haben wir da gut über Bande gespielt mit Ilse Aigner damals und haben jetzt eine bessere Kennzeichnung von Imitaten bekommen. Ja, und der zweite Schritt ist dann eben erst Grenzwerte, Verbote, Gebote. Und da braucht man immer den angemessenen Ausgleich mit der Wirtschaft. Man darf auch nicht übers Ziel hinausschießen. Ich nenne da zum Beispiel die unsägliche Ölkännchenregelung, die die Europäische Kommission mal angedacht hat, die wir zum Glück sofort im Keim erstickt haben. Und da ist es eben wichtig, diesen Ausgleich mit der Wirtschaft zu finden. Wir haben es jetzt zum Beispiel bei der Pauschalreiserichtlinie, wo wir auf der einen Seite einen angemessenen Verbraucherschutz wollen in Fragen der Haftung bei Mängeln, in Fragen der Haftung bei Insolvenzabsicherung, bei Insolvenz eben auch. Aber wir müssen auch die Interessen, viele von uns sind da sicher angeschrieben worden von den Reisebüros der mittelständischen Unternehmen sehen, die, wenn sie verschiedene Leistungen nur vermitteln, dann nicht gleich die Haftung komplett übernehmen möchten. Also abschließend. Der Titel sagt es, Verbraucherschutz im Spannungsfeld zwischen staatlicher Regulierung und Eigenverantwortung, das könnte nicht treffender sein. Mein Fazit ist, wir müssen nicht alles regeln, wir müssen die Verbraucher nur auch in die Möglichkeit versetzen, eine bewusste Kaufentscheidung zu treffen. Und da, wo es notwendig ist, müssen wir durch Grenzwerte zum Beispiel auch Gesetzgebung schaffen, die dann die Verbraucher vor Gefahren und Täuschung schützt. Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja, Herr Kauder, Frau Heil, meine Damen und Herren, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier einen Impuls zu geben. Als ich vergangene Woche mit meinem Doktorandenseminar in dem Ministerium war, das derzeit meinen Lehrstuhl finanziert, nämlich dem Bundesministerium für der Justiz und für Verbraucherschutz, wurde ich von einem Mitarbeiter angesprochen, der sagte, Sie sind nächste Woche bei der Konkurrenz. Ich habe das als guter Staatsbeamter natürlich nur im Sinne einer Konkurrenz der Gesetzgebungsorgane bzw. der Staatsorgane, Gesetzgebung ist die Regierung ja nicht wirklich, bis auf ihr Initiativrecht verstanden. Also vielen Dank für die Einladung und ich möchte einen Impuls setzen. Dieser Impuls soll zunächst in die Richtung gehen, dass gute Verbraucherpolitik differenziert. Und zwar zwischen zwei Feldern, eine Differenzierung, die mir wirklich ein Anliegen ist, zwischen einerseits Verbraucherschutz und andererseits Förderung von Verbraucherinteressen. Das ist etwas, was, glaube ich, zu wenig bislang deutlich ausgesprochen wird. Beim Verbraucherschutz haben wir grundsätzlich einen Konsens, dass wo wir Risiken erkennen, wo der Verbraucher auf welchem Leistungsniveau ihn wir nun auch immer einordnen, überfordert ist, dass wir ihn dort schützen. Dort streiten wir uns in der Reaktion auf diese Risiken um das Maß, um die richtigen Instrumente und vielleicht auch um die Einschätzungen, wie diese Instrumente sich auf den Markt auswirken. Was aber durchaus auch immer mit dabei ist und was man davon strikt trennen sollte, jedenfalls gedanklich, regelungsmäßig geht das nicht immer und wird es nicht getan, ist die Förderung von Verbraucherinteressen. Der Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union hält das beides ganz ausdrücklich auseinander und verleiht der Europäischen Union auch unterschiedliche Kompetenzen in diesen Bereichen. Es gibt also auch einen technischen Grund, das zu unterscheiden, aber ich glaube, es gibt auch politische Gründe. Förderung der Verbraucherinteressen ist nachfrageorientiert, nicht risikoorientiert. Es spielt eine große Rolle im Bereich der Verbraucherbildung, im Bereich der Organisation von Verbraucherinteressen und Förderung von Verbraucherinteressen, wenn man das betreibt, ist das im Grunde Wirtschafts- und Sozialpolitik von der anderen Seite, nicht von der unternehmerischen, sondern von der anderen Seite. Was die Standardziele des Verbraucherschutzes ist, dazu trage ich hier Eulen nach Athen, sehr viel ist auch schon genannt worden. Ich möchte nur mal so 5 wesentliche Punkte, Richtungen, Schlaglichter geben. Das erste ist Zugang zu Leistungen. Damit beschäftigen Sie sich auch demnächst beim Girokonto für jedermann. Auch das ist ein Akt des Verbraucherschutzes in gewisser Weise, dass man Zugang verschafft oder bei Fragen des Geoblocking. Schutz bei unfairen Preisen, nun ist selbstverständlich in unserer freiheitlichen Marktwirtschaft, dass der Markt den Preis macht, aber wir kennen Fälle der Unfairness, ich erinnere an Rechtsprechung zu Bankgebühren oder eben hier auf der Folie erwähnt, die Nebenpreise, über die man eben auch gelegentlich mal nachdenken muss. Schutz der körperlichen Integrität, Lebensmittel sind erwähnt worden, gesunde Ernährung ist so ein Grenzfall. Schutz der wirtschaftlichen und sonstigen Präferenzen, das ist der Bereich, der sicher auch von den Grundeinstellungen her am härtesten umkämpft ist und es auch sein muss, weil da dieser Gegensatz, den der Herr Fraktionsvorsitzende aufgezeigt hat, zwischen Freiheit und Verantwortung am deutlichsten zutage tritt. Und schließlich und neuerdings Schutz der Persönlichkeit, wobei ich ausdrücklich betonen möchte, dass Datenschutz längst nicht mehr nur Persönlichkeitsschutz ist, sondern wir reden bei Daten auch um ein ökonomisches Gut und über ein ökonomisches Gut und zwar auch insoweit, als es Verbraucher betrifft. Politisch ganz anders sind meines Erachtens einzuschätzen die Fragen der Förderung von Verbraucherinteressen. Da ist nämlich die Frage, wer definiert sie? Beim Verbraucherschutz ist die Grundrichtung akzeptiert. Bei Verbraucherinteressen muss man erst definieren, was ist denn im Interesse der Verbraucher? Wie werden sie definiert? Verbraucherpolitik ist hier, nachfrageorientiert, ein Instrument für andere Politiken zum Zweck der Nachhaltigkeit, etwa zur Verwirklichung des Binnenmarktes, zur Verhinderung von Gentechnik oder auch zur Durchsetzung von Arbeitnehmerrechten, etwa durch Boykottaufrufe gegen große Supermarktketten, die keine Betriebsräte haben, hatten wir in der Vergangenheit auch.
Es ist ein bisschen so wie bei den Arbeitnehmern. Arbeitnehmerschutz ist allgemein akzeptiert. Durchsetzung von Arbeitnehmerinteressen ist als Ziel nicht in jeder Hinsicht selbstverständlich. Verbraucherinteressen werden genauso wie Arbeitnehmerinteressen politisch definiert und müssen sich politisch legitimieren. Das kann man empirisch tun, aber dann ist man sehr schnell in der Gefahr, dass man umfragebasiert Verbraucherpolitik macht, und das ist im Wesentlichen medial gesteuert. Und wenn man das tut, dann hat man natürlich einen zentralen Akteur auf dem Markt, der dort noch viel stärker und wichtiger ist als im Bereich des Verbraucherschutzes, wo er vor allen Dingen ja eine Durchsetzungs- und Seismographenfunktion hat, nämlich bei den Verbraucherverbänden. Wenn man das beides nicht auseinanderhält, dann kann man gesetzgebungstechnisch sehr schnell in Schwierigkeiten geraten. Und ein sehr schönes Beispiel ist die neue Aufgabennorm für die BaFin. Wenn Sie dort in den Satz 1 hineingucken, ich weiß, das ist jetzt sehr vorlesungsartig, aber ich will Ihnen zeigen, warum das wichtig ist, das auseinanderzuhalten. Dort ist die Rede von dem Schutz der kollektiven Verbraucherinteressen. Es ist nicht die Rede davon, wie im Unterlassungsklagengesetz, nur vom Schutz des Verbrauchers, sondern es ist von Verbraucherinteressen die Rede. Frage: Sind das andere Inhalte als reiner Verbraucherschutz? Begründet das vielleicht sogar im Zugang zur BaFin subjektive Rechte, also Beteiligungsrechte im Verwaltungsverfahren der BaFin für die Verbraucherverbände? Oder liegt darin sogar eine Delegation der Definitionsmacht an Repräsentanten kollektiver Verbraucherinteressen? Das muss man sich gut überlegen. Und wenn man hier allein auf den Verbraucherschutz abgestellt hätte, terminologisch, dann würde sich diese Frage so gar nicht stellen. Also Vorsicht bitte an der Stelle, die Ziele sind verschieden, die Legitimation ist verschieden und auch der Konsens ist nicht derselbe. Zweites großes Schlagwort: angemessene Verbraucherpolitik, gute Verbraucherpolitik schützt angemessen. Was kann der Verbraucher und was kann er nicht, ist die entscheidende Frage, der Gegensatz Freiheit und Verantwortung, wir haben es schon gehört. Natürlich haben wir hier neue Herausforderungen. Digitale Inhalte als Leistungsgegenstände, Daten als Leistung und als wirtschaftlicher Wert für den Verbraucher. Und wir beobachten auch, das will ich nur andeuten, eine Auflösung der klassischen Rollenverständnisse dort, wo Verbraucher ihre eigene Kreativität, ihre eigene Aktivität mit einsetzen, etwa bei Co-Kreationsvorgängen. Public Viewing alleine ist langweilig, da kann sich der Veranstalter so anstrengen, wie er will. Man braucht immer die anderen in der Kooperation. Was ist das richtige Maß? Nun, ich habe ja schon gesagt, letzte Woche Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Dort hat der Staatssekretär den mündigen Verbraucher ausdrücklich für tot erklärt. Das will ich ganz kurz analysieren. Das hat nämlich, es gibt Richtiges in dieser Aussage. Richtig ist, dass formalisierte Informationspflichten, ich rede nicht über Etikettierung, ich rede über das Papier, was gedruckt wird und dann nicht gelesen. Das ist Literatur für Nichtleser. Ja? Formalisierte Informationspflichten schützen kaum. Jedenfalls nicht beim Vertragsschluss. Hinterher, wenn es ein Problem gibt zum Nachlesen vielleicht, aber nicht beim Vertragsschluss. Das ist eine so durchgehende Erkenntnis der Verbraucherverhaltensforschung, dass man sich wundert, wie entsprechende Vorschläge in Brüssel, vor allen Dingen daher kommen sie ja, überhaupt noch gemacht werden. Was wir benötigen, sind viel intelligentere Wege zum Ausgleich von Informationsasymmetrien. Und der Herr Fraktionsvorsitzende hat mit der Stiftung Warentest einen ganz intelligenten und wichtigen Weg genannt. Und ich möchte gleich noch einen weiteren versuchen. Und richtig ist auch, dass wir nicht mit einem einzigen Maßstab klarkommen. Und zwar ganz selbstverständlich, nicht seit jeher schützen wir Minderjährige. Ja? Also es gibt Gruppen und wir müssen uns überlegen, welche weiteren Gruppen gibt es. Den mündigen Verbraucher für tot zu erklären, ist in anderer Hinsicht aber völlig falsch. Nämlich dann, wenn damit suggeriert sein sollte, dass es nicht mehr um Eigenverantwortlichkeit geht, die der Ausgangspunkt ist. Und wie ich eben gelernt habe, Galater 5 ist die Quelle, die ich dafür künftig in die Fußnote schreiben werde. Für das Freiheits... Ich habe geschrieben, 14,95 €. Wunderbar. Oh ja. Hoffentlich haben wir jetzt keine Informationspflichten verletzt, Herr Kauder. Richtig
an der Aussage ist auch, falsch an der Aussage ist, es ist, dass damit darf man nicht die Eigenverantwortlichkeit in Frage stellen. Zweitens, man kann nicht hergehen, sollte meines Erachtens politisch nicht hergehen, den mündigen Verbraucher, wie immer man ihn künftig nennt, der Verbraucher auf Augenhöhe, hat ihn Frau Winkelmeier-Becker eben recht einleuchtend genannt, ich würde vielleicht noch stärker sagen, ein eigenverantwortlicher Verbraucher. Man sollte nicht hingehen, ihn durch einen verantwortlichen Verbraucher zu ersetzen und seine Position aufzuladen mit ethisch-moralischen Wertvorstellungen darüber, wie er sich richtig zu entscheiden hat. Wenn man das tut im Rahmen des Verbraucherschutzes, dann verdeckt man eigentlich andere Ziele. Zweiter Punkt zum Schutz. Wir brauchen neue Typen der Schutzwürdigkeit und wir müssen uns fragen, ob wir nicht bestimmte Personenkreise haben, für die wir Entsprechendes tun. Wenn wir etwa Leute mit nicht hinreichenden Sprachkenntnissen haben, dann haben wir damit eine Gruppe, wo wir vieles, was wir sprachlich vermitteln, einfach nicht, was nicht ankommt. Deshalb stellt sich die Frage, brauchen wir hier nicht möglicherweise Sonderregeln? Solche Differenzierungen brauchen wir. Schwächen der älteren Generation sind selbstverständlich auch eins. Wir brauchen aber auch intelligentere Wege der Informationsverschaffung. Und wir haben eigentlich klassische Wege in der Standardisierung von bestimmten Vorgängen. Wenn wir von einem Girokonto sprechen, wissen wir, was damit gemeint ist. Wir haben eine Vorstellung der Funktionsfähigkeit. Ich weiß nicht, wer von Ihnen eine genaue Vorstellung der Funktionsfähigkeit darüber hat, was bei einem Streaming-Vertrag oder einem Vertrag über ein E-Book erfolgt, tatsächlich passiert und ob die Vorstellungen beim E-Book-Kaufvertrag denn auch den AGB etwa von Amazon entsprechen. Ich fürchte nicht. Was wir hier tun könnten, und das ist ein Prozess, der so oder so kommen wird, wo sich nur die Frage stellt, wer hat den First Mover Advantage, wir könnten hergehen und ohne, dass wir über zwingendes Recht reden, über verwaltungsrechtliche Durchsetzung, dass wir einfach mal schreiben, was ist denn der Standard solcher Verträge in der digitalen Welt? Freiheitliches, dispositives Recht setzen. Die Vertragstypen in der digitalen Welt, ich habe sie eben schon genannt, welche Rechtspositionen erwirbt denn derjenige, der digitale Inhalte kauft und wie gehen wir um mit Daten als Entgelt? Ja. Die Entwicklung dieser Grundmodelle ist meines Erachtens die zentrale Aufgabe der Politik in diesem Feld. Verbraucher schützend. Dritter Punkt, gute Verbraucherpolitik steuert bewusst und nicht nebenbei und unbewusst. Wenn Verbraucherpolitik über den Beseitigung von Risiken weitere Ziele verfolgt, das ist in der Politik nicht so ungewöhnlich, aber hier ist es besonders ungewöhnlich, weil es sich sehr schön unter dem Schutzbegriff verknüpfen lässt, ohne dass es darunter fällt. Wenn Verbraucherschutz versteckt andere Ziele verfolgt, dann diskreditiert das den Schutz. Dann haben wir das Gerede von der Gängelung, nicht Gerede, sondern dann reden wir zu Recht von Gängelung. Deswegen müssen wir sehr klar und politisch entscheiden, wo wir das tun. Abgesehen von der Umverteilungsfunktion, die wir durch Verbraucherschutzvorschriften immer haben, das rechnet Ihnen jeder Volkswirt vor, je höher das Schutzniveau, desto größer der Umverteilungseffekt, kein Problem, aber andere Ziele und über diese anderen Ziele braucht man eine offene Diskussion und sie müssen offen definiert werden und das ist auch ein Ausdruck des Respekts vor den Verbrauchern. Wozu kann man diese Verbraucherpolitik steuernd gut einsetzen? Was sind Felder? Ich möchte nur zwei nennen. Das eine sind Machtfragen in der digitalen Welt. Wettbewerb, Ordnungspolitik, Level Playing Field, das sind Stichworte, die eben schon angeklungen sind. Wir sind in der digitalen Welt in vielen Bereichen, auch was den Respekt vor dem Recht angeht, schon in einer Situation, wo einem das Wort Manchester-Kapitalismus manchmal durchaus einfällt. Man könnte also sagen, wir brauchen hier einen Ausgleich, wir müssen balancen und das könnte auch durch Verbraucherrecht geschehen, etwa bei der Frage, wer beherrscht digitale Inhalte? Sind die verkehrsfähig? Sind sie weiterverkäuflich? Oder steuert der Rechteinhaber diese
Verbreitung über Lizenzketten bis in das letzte Glied der Weiterveräußerung. Welche Marktakteure beherrschen Daten und wer hat Zugang dazu? Zweite Machtfrage, die man auch temperieren kann, ohne dass man die große Kanone rausholen muss, über Verbraucherschutz, über verbraucherpolitische Maßnahmen, etwa über das Recht auf Vergessen und über das Regulieren von Daten als eigenem kommerziellen Wirtschaftsgut. Und schließlich die Frage, wer beherrscht womöglich monopolistische Plattformen und inwieweit sind diese öffentliches Gut. Zweites Beispiel für die Steuerungswirkungen der Verbraucherpolitik ist Nachhaltigkeit. Ich gestehe, ich habe beim Punkt Nachhaltigkeit immer so ein bisschen Unwohlsein. Warum? Weil es für mich eine Blackbox ist. Sie ist es nicht so wirklich, wenn wir über umweltpolitische Fragen reden, das ist drin, nach allen Verständnissen, aber bei weiteren ist es eben nicht so selbstverständlich und wir brauchen hier erst politische Konsense darüber, wie weit wir Verbraucherpolitik zu diesem Thema einsetzen wollen. Der verantwortliche Verbraucher, das wäre dann dort, das hat nichts mit Schutz zu tun, vielleicht das Schlagwort, das ist jedenfalls das, was weit verbreitet ist, der berücksichtigt nicht nur umweltbezogene, sondern auch soziale und ethische Gesichtspunkte. Und das habe nicht ich mir ausgedacht oder das steht in irgendeinem Parteiprogramm, sondern das steht so in der Lebensmittelinformationspflichtenverordnung als Regelungszweck. Hinsichtlich ökologischer Ziele vermag ich das ohne weiteres zu teilen und auch einzuschätzen, aber wie ist das mit diesen ethischen und sozialen Gesichtspunkten? Da gibt es ja Punkte, da wird man sich sehr schnell einig, hergestellt mit Kinderarbeit. Aber wie ist es mit Mangelhaftigkeit bei fehlendem Betriebsrat? Ist das das richtige Steuerungsziel? Mangelhaftigkeit bei fehlender Steuerehrlichkeit des Unternehmers? Das, irgendwo muss da ja schließlich eine Grenze sein, deswegen bitte Vorsicht mit solchen Generalklauseln. Wir brauchen hier bewusste politische Entscheidungen in die eine oder andere Richtung. Letzter Punkt dieses Impulses, gute Verbraucherpolitik setzt durch. Und hier haben wir zwei verschiedene Richtungen. Entweder es geht um die Durchsetzung von Standards gegenüber jedermann, Setzung und Durchsetzung von Standards, oder es geht um die Bekämpfung schwarzer Schafe und problematischer Geschäftsmodelle. Wenn wir uns anschauen, welche Instrumente wir verwenden, dann müssen wir uns klar darüber sein, wenn wir eine zivilrechtliche Regel treffen, dann trifft die alle, auch die seriösen und etablierten. Das ist manchmal sehr sinnvoll, zum Beispiel wenn man innovative Standards für Website-Gestaltungen setzt. Deswegen ist grundsätzlich, zu den Schwierigkeiten komme ich kurz gleich noch, grundsätzlich die Buttonlösung eine sehr gute Lösung und setzt sich auch durch. Allerdings ist das Zivilrecht nicht geeignet, um ganze Geschäftsmodelle zu zerstören, die man für problematisch hält oder nur sehr begrenzt geeignet. Beispiel, gerade frisch diskutiert, man könnte ganz viele nennen, ist das Bestellerprinzip, das ja vor allen Dingen dazu dient, soweit es um die Makler, den Makler selber geht, die Doppelprovision auszuschließen. Ja, akademische Deformation professionell setzt sich dann doch eben durch. Warum hat man das übrigens nicht ausdrücklich gemacht? Und dann geht es natürlich um die Überwälzungsfrage. Da kann man noch Geschäftsmodelle ansatzweise mit in den Griff bekommen. Das Aussondern schwarzer Schafe schließlich, dafür haben wir im Zivilrecht nur die Insolvenz. Und insofern ist es eigentlich schade, dass weite Teile auch des wirtschaftlichen Verbraucherschutzes hier nur auf das Zivilrecht schielen. Das Lauterkeitsrecht gleicht hier manches aus, aber es zerstört auch manches. Zum Beispiel die Akzeptanz in die Buttonlösung, weil das Lauterkeitsrecht wegen widersprüchlicher Gestaltungsanforderungen zu einem echten Kostenrisiko für betroffene Unternehmen geworden ist an dieser Stelle. Und zwar nicht hinsichtlich der tollen Idee Button,
Die ist nämlich nur ein Kostenrisiko, wenn man einfach vom Gesetz abweicht, sondern wegen der Frage, wie man vorher die Informationen richtig gestaltet. Das ist nämlich im Moment eine Lotterie. Ich möchte in dem Zusammenhang einfach nur mal die Frage stellen, brauchen wir eigentlich im Lauterkeitsrecht die Kostenpflichtigkeit der ersten Abmahnung? Oder schaffen wir damit nicht erst das Geschäftsmodell? Würde es nicht reichen, die zweite Abmahnung kostenpflichtig zu stellen, gerade für kleine und mittlere Unternehmen, die reagieren können und vielleicht vorher keinen Rechtsrat einholen? Das UWG verzeiht keine Fehler. Die werden immer teuer. Was schließlich ein Weg ist, auf dem man, glaube ich, fortschreiten sollte und den ich auch hier der Fraktion ans Herz legen würde, ist die Aktivierung der öffentlichen Verwaltung. Wir haben ein im Übrigen sehr gelungenes Vorbild im Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, auch wenn wir noch warten, welche Fantasien die Bonner Behörde schließlich entfalten wird. Und wir haben eine sehr schöne Beschreibung der Eingriffsschwelle. Nicht jede Kleinigkeit, sondern nur erhebliche, dauerhafte, wiederholte Verstöße, nicht nur einzelner Verbraucherinnen und Verbraucher. Das sind die Schwellen, wo man öffentliche Verwaltung losschicken sollte und nicht vorher. Und vielleicht könnte man das Ganze, wenn man keine Verwaltungsgesetzgebungskompetenz hat, wie der Bund das häufig hat, noch durch einzelne Ordnungswidrigkeiten, Tatbestände ergänzen. Ich fasse zusammen. Gute Verbraucherpolitik differenziert. Sie differenziert zwischen Schutz und Interessen, mit denen ganz andere Politikziele verfolgt werden. Sie schützt angemessen, soweit wie der Verbraucher reagieren kann, wie Risiken bewältigt werden können durch ihn selbst, durch Hilfestellungen, nur dadurch und im Übrigen gegebenenfalls auch mehr. Sie steuert bewusst, sie lässt sich nicht ein auf verdeckte Steuerungsentscheidungen und sie setzt das, was sie entscheidet, schließlich auch durch. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank, Herr Professor Schmidt-Kessel. An meine Kollegen hier aus dem Ausschuss Recht und Verbraucherschutz, die ganzen Juristen, die im Ausschuss sitzen, kann ich nur sagen, ist doch hervorragend. Also so passt das zusammen, Recht und Verbraucherschutz. Ja, als Professor und Lehrstuhl für Verbraucherrecht, wirklich vielen, vielen Dank. Sie haben uns da ein gutes Stück weitergeholfen und auch nochmal so emotional gesagt, dass das ganz gut zusammengehört. Dass wir es am Anfang alle nicht so richtig wollten, dass es zusammengehört und jetzt doch am Wachsen ist. Ich darf jetzt meine Mitdiskutanten hier vorstellen auf dem Podium. Professor Schmidt-Kessel haben Sie jetzt schon erlebt als Juristen und Lehrstuhlinhaber in Bayreuth. Er ist Mitglied in zahlreichen Beiräten und Forschungsstellen. Aber wie gesagt, Sie haben ihn erlebt. Jetzt fange ich hier direkt zu meiner Linken an. Stefan Gent, Verwaltungswirt von Hause aus. Er war mal Projektleiter für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit in der Stadt Bielefeld. Das hat zumindest schon länger her. Ja, das hat bei mir verfangen. Als kleines Mädchen habe ich mal für Bielefeld den Fußballverein geschwärmt. Das fand meine ganze Familie ganz unmöglich. Wahrscheinlich lag das an ihren Managementfähigkeiten damals schon. Sie sind heute der Hauptgeschäftsführer vom HDE, also im Handelsverband Deutschlands, immerhin mit mehr als 100.000 Mitgliedsvereinen, große und kleine. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie hier sind und mitdiskutieren. Neben Ihnen sitzt Klaus Müller. Von Hause aus ist Herr Müller Diplom-Volkswirt. Er war mal Minister für Umwelt- und Naturschutz und Landwirtschaft in Schleswig-Holstein. Und er war auch mal 2 Jahre Kollege im Bundestag hier, leider eine andere Partei. Was ich jetzt hier ganz besonders gerne sage, Herr Müller war mal Angestellter bei einer Bank, das glaubt man kaum. Und heute ist er Vorsitzender der Vorstand der Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. hier in Berlin. Auch Ihnen, Herr Müller, herzlich willkommen. Alexander Neubacher ist ebenfalls Diplom-Volkswirt. Der ein oder andere kennt ihn vielleicht auch als Buchautor. Er hat ein Buch geschrieben mit dem schönen Titel Total beschränkt, wie uns der Staat mit immer neuen Vorschriften das Denken abgewöhnt. Auch deswegen ist er heute eingeladen, wollten ein bisschen Pfeffer in die Diskussion bringen. Heute arbeitet er für den Spiegel und ist da Parlamentskorrespondent und Wirtschaftsreporter. Ihnen auch ein herzliches Willkommen.
Ich habe jetzt hier auf dem Podium eigentlich gar nicht so viel Unruhe gespürt, als die Vorträge waren, aber die Stifte sind gelaufen. Also hier wurde ganz furchtbar viel mitgeschrieben. Und deswegen denke ich mir, wir fangen einfach auch so an, wie Sie es vorgetragen hatten, nämlich mal, Sie es, Herr Schmidt-Kessel, vorgetragen haben, mit dem Eingang, wofür wir überhaupt eingeladen haben, mit der Frage, naja, ist jetzt der mündige Verbraucher eigentlich tot oder ist er es nicht? Wo ist die Überforderung, wo ist die Unterforderung des Verbrauchers? Wie viel Schutz, wie viel Maß an Schutz braucht denn der Verbraucher? Lassen Sie uns damit einsteigen. Ich könnte jetzt gemeinsam den Herrn Müller zuerst fragen, aber weil der Staatssekretär gesagt hat, der wäre tot und dass Ihr Vorgänger ist, wollte ich Ihnen noch ein bisschen Chance geben, sich mal darauf einzustellen. Fangen wir mit Ihnen an, Herr Gent. Gehen wir hier die Reihe runter, ja? Vielen Dank, Frau Heil, vielen Dank für die wirklich nette Einführung. Und ich kann eigentlich direkt an Herrn Müller zumindest einen Bezug herstellen. Aber auch der Justizminister Herr Maas hat das die Tage gesagt bei einer Veranstaltung, dass er den mündigen Verbraucher als schönes Ideal sieht, aber mit der Lebenswirklichkeit nicht viel vereinbar sieht. Und auch Herr Müller hat das ähnlich geäußert. Sie hat mal gesagt, von Lebenswirklichkeit weit entfernt. Und es gibt im Netz auch zu lesen, dass der mündige Verbraucher oder die Aussage mündiger Verbraucher mit einer Lüge bezeichnet wurde. Das sehen wir grundsätzlich als Wirtschaft nicht so, insbesondere als Handel nicht so, weil wir schon sehen, dass der Verbraucher durchschnittlich wirklich aufgeklärt ist. Er ist selbstbestimmt, das Handeln ist eigentlich für ihn wichtig und deshalb sollten wir uns nicht grundsätzlich von diesem Verbraucherleitbild des mündigen Verbrauchers verabschieden und schon gar nicht den Verbraucher entmündigen, weil wir sehen in der Lebenswirklichkeit des Handels 50 Millionen Kundenkontakte jeden Tag in den Geschäften ein völlig anderes Bild. Also insofern bin ich froh, dass Sie als Fraktion dieses Thema aufgreifen, auch in Ihren Aussagen ein differenziertes Verbraucherleitbild eigentlich diskutieren. Das entspricht eigentlich auch ziemlich genau unserer Vorstellung. Was wir sehen, was nach wie vor erforderlich ist, und das war in vielen Ansprachen heute eben auch schon das Thema, dass es eine autonome Verbraucherentscheidung geben muss, als unverzichtbare Grundlage auch dieser doch freiheitlichen Wirtschaftsordnung. Natürlich alles in einem gewissen Rahmen, Rechtsrahmen, selbstverständlich. Insofern hat mich vieles angesprochen, auch von dem Vortrag eben von Professor Schmidt-Kessel. Über vieles müsste man sicherlich jetzt noch tiefer diskutieren, das werden wir bestimmt gleich tun. Wir sehen auch, dass der Verbraucher eben die Gelegenheit und das Recht haben muss, sich nicht nur rational zu entscheiden, sondern durchaus auch irrationale Entscheidungen zu treffen. Die meisten Entscheidungen, die der Verbraucher täglich am Regal trifft, werden nicht durch einen langen Klärungsprozess vorher mit breiter Information getroffen, sind die Standardvorgänge. Wenn ich Lebensmittel einkaufe oder auch Textilien einkaufe, werde ich vorher nicht, sage ich mal, 30 Webseiten lesen und mich umfassend informieren. Auf der anderen Seite sehen wir aber deutlich, dass immer mehr Verbraucher in die Geschäfte stationär gehen, das gilt für online aber auch, die sehr aufgeklärt und sehr informiert sind. Häufig so weit, dass wir es mit Verbrauchern zu tun haben, die möglicherweise bei dem Anforderungsprofil, was sie vor Augen haben, bei der Auswahl dieses Sortiments, dieses Artikels besser informiert sind, als möglicherweise der Fachverkäufer, die Fachverkäuferin auf der Fläche. Und im Online-Geschäft ist das genauso. Es gibt Zahlen vom Institut für Handelsforschung, wo eindeutig mittlerweile klar ist, dass viel mehr Verbraucher sich vor dem Kauf online, internetmäßig informieren und dann einkaufen. Das heißt, wir brauchen diese Freiräume für den Verbraucher auch weiterhin. Also eine paternalistische Verhaltenssteuerung durch Verbraucherschutzgesetze, auch das war ja eben bei dem Vortrag, bei dem Impuls zu hören, lehnen wir deutlich ab. Wir sehen eine Differenzierung beispielsweise bei unmittelbaren Themen wie Gesundheitsschutz oder Gefahrenabwehr. Also da, wo es wirklich darum geht, hohe Güter zu schützen, kann man sicherlich auch anders in solche Konsumentscheidungen eingreifen. Eingangs, als wir draußen auf dem Flur noch standen, haben wir über Nudging gesprochen als staatliches neues Mittel, also die Verhaltenssteuerung durch psychologische Maßnahmen anstelle von Gesetzen, um hiermit eben auch Verbraucherentscheidungen vorzuprägen oder auch vorzugeben. Dies sehen wir in der Tat auch sehr kritisch, weil letztendlich die selbstbestimmte Entscheidung weiterhin erforderlich und nötig ist. Ich könnte jetzt noch vieles mehr sagen, ich möchte noch zwei Dinge zum Abschluss eigentlich dieses ersten Statements sagen. Es gab in einer großen Zeitung im Vergangenen, vor 2 Jahren, einen großen Artikel mit der Überschrift »Wer schützt uns vor den Verbraucherschützern?« Das ist sicherlich ein wenig provokativ und damit meine ich mit Sicherheit nicht Herrn Müller und die VZBV und die Verbraucherzentralen in den Ländern, die ja doch mit einem staatlichen Auftrag auch mit Finanzierung unterwegs sind. Wir streiten uns auch in vielen Themen, übrigens auch mit der Stiftung Warentest, aber im Grunde nicht nur akzeptieren wir das, sondern sehen wir diese Notwendigkeit auch an der Verbraucherinformation. Denn wie soll denn sonst die Information auch zu Verbrauchern gehen, die möglicherweise aufgrund ihres eigenen Werdegangs eben nicht diese Chancen und Möglichkeiten haben. Deshalb setzen wir sehr viel in das Thema Verbraucherbildung. Hier gibt es ja auch eine Stiftung Verbraucherbildung schon, wo auch die Wirtschaft natürlich sich beteiligt. Das heißt, die Aufklärung, die Information dient natürlich nachher auch den Verbrauchern. Und letztendlich sind wir es im Handel, die im Grunde genommen jeden Tag erleben, wie Verbraucher
Entscheidungen laufen und welches hohe Maß an Standards, an Sicherheit dahinter steht. Ein letztes Beispiel, wir haben als Handel einen Eigenmarkenstandard entwickelt für die Eigenmarkenprodukte des Handels. Herr Kauder ist jetzt leider nicht mehr da, aber dieses Tandil hat ja auch den Herausgeber, hätte ich beinahe gesagt, nämlich Aldi damit genannt. Herr Köhler findet das jetzt nicht so schön, aber Verbraucher entscheiden sich sehr bewusst natürlich. Und wir haben einen Standard für Eigenmarken entwickelt. Das findet die Industrie manchmal nicht so lustig. Dieser Standard wird mittlerweile weltweit praktiziert. Und er hat nichts damit zu tun, die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, sondern wenn Sie den Wein beim Discounter kaufen, die Eigenmarke kaufen, müssen wir dafür als Handel sorgen, dass die Qualität, Sicherheit und Anspruch gewährleistet ist. Und dieser Standard wird mittlerweile in der ganzen Welt durchgeführt. Walmart ist ja nicht so erfolgreich in Deutschland gewesen mit Lebensmittelflächen. Aber den Standard haben Sie hier kennengelernt. Und diesen Eigenmarkenstandard des Lebensmittelhandels aus Deutschland setzt jetzt sogar Walmart weltweit ein, neben weiteren 4 Standards, die sie haben, weil sie das gesehen haben, wie wichtig so etwas ist und wie konsequent man auch wirken kann. In der Tat gehen wir dann teilweise über die gesetzlichen Grenzwerte hinaus, aber das tun wir, um eben eine Ware im Regal zu haben, die jeden Tag diesen Ansprüchen genügt. Vielleicht so viel als Statement. Ja, vielen Dank. Ich darf gerade... Bevor, Herr Müller, Entschuldigung, ich muss noch mal dazwischen gehen, weil ich habe ganz zu Beginn was vergessen und es hilft nichts, wenn ich das in meinem Schlusswort sage. Wir haben hier einen Livestream, also Sie könnten das auch später verfolgen. Sie können sich jetzt unsterblich machen, wenn Sie hier mitdiskutieren. Sind Sie wie immer im Netz. Aber wir hatten auch die Frage vorher, ob wir einen Hashtag haben und wir haben einen Hashtag extra hier eingeführt, pro Verbraucher. Also wenn Sie twittern wollen, können Sie das auch gut und gerne tun, auch während der Veranstaltung. Das musste ich jetzt zwischendrin noch sagen, wenn ich es vorher vergessen habe. Jetzt Herr Müller, bitteschön. Ja, das hat mir nochmal 10 Sekunden Zeit gegeben, über Tod und Leben nachzudenken. Nein, natürlich ist der mündige Verbraucher nicht tot. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Gerd Billen das vielleicht außer um zuzuspitzen und eine Diskussion anzuregen, so gesagt hat. Warum ist der mündige Verbraucher nicht tot? Weil es natürlich hier im Saal, hier auf dem Podium und vor den Twitter-Accounts oder sonst wo mündige Verbraucher gibt, die absoluten Experten im Bereich von Lebensmitteln sind. Ich bin sicher, Herr Gent ist ein mündiger Verbraucher bei allen 100.000, bei Waschmitteln sowieso, aber bei allen Tausenden von Produkten, die es in einem Supermarkt gibt. Natürlich gibt es mündige Verbraucher, die können mit einem Handy und allen technischen Finessen umgehen, wie im Schlaf. Und natürlich gibt es mündige Verbraucher, die sind die absoluten Experten rund um Krankheiten und Arzneimittel und Ähnlichem. All das gibt es. Derjenige, der mir noch nicht begegnet ist, ist der oder die, die das für alle Märkte und jede Konsumentscheidung, die wir tagtäglich treffen müssen, überall ist. Und ich glaube, dass mit unseren oder meinen beschränkten Möglichkeiten, sich Dinge zu merken, das auch gar nicht geht. Und darum würde ich immer unterscheiden zwischen dem mündigen Verbraucher als Ziel, wo wir gerne hinwollen. Und alles andere verbietet sich ja auch von selbst. Wie könnte man irgendwie eine Erklärung oder ein Ziel formulieren? Man würde was andere als mündig sein wollen. Mündig im Sinne von informiert, kompetent, in der Lage sein, sich Dinge zu vergleichen, Preise in Relation zur Qualität zu setzen und. Aber wovon ich nicht ausgehe, und da hat Herr Gent mich auch richtig zitiert, ist, dass dieses für alle in jeder Lage als Zustandsbeschreibung gilt. Und ich glaube, dadurch löst sich das auf. Ich kann sehr, sehr viel anfangen mit der Formulierung, die sowohl Frau Heil vorhin gebraucht hat, wie ich glaube, ich habe sie auch bei Herrn Kauder gehört. Unser Ziel ist es, dass sich Verbraucher und Anbieter auf Augenhöhe begegnen müssen. Weil in diesem Bild sehr, sehr viel drin ist. In dem ist ein Anspruch drin, eine Zielsetzung, die wir haben müssen. Und wir müssen darüber reden, was sind eigentlich Instrumente, die uns befähigen. Und ich würde dort 3 aufzählen. Das erste und oberflächlich auch immer unkritische oder konsensuale ist natürlich eine gute Verbraucherinformation. Damit hat der Verbraucherzentrale Bundesverband sehr viel Erfahrung gesammelt, zuletzt letzte Woche vom Europäischen Gerichtshof. Sie kennen vielleicht diese schöne Teeverpackung, auf der Sie jede Menge Vanilleblüten und Himbeeren sehen. Das war nur alles in dem Tee nicht drin. Sondern das Aroma dieses Tees kam zustande durch andere Techniken, die viel mit Holz und Ähnlichem zu tun haben. Das ist auch alles jetzt nicht weiter problematisch. Der Tee schmeckt köstlich. Die Frage war nur, ist das eigentlich eine wahrhaftige Information? Die Antwort, die vor dem Bundesgerichtshof dann gegenseitig ausgetragen wurde, war nicht das Leugnen, dass dort keine Vanille und keine Himbeeren drin sind,
sondern der Hinweis hinten, wenn man die Verpackung umdreht, im Inhaltsverzeichnis, stand ja drin, dass das alles gar nicht da drin ist. Ob das dann nicht reichen würde. Die Rechtsauseinandersetzung ist noch nicht zu Ende, nur der Europäische Gerichtshof hat gesagt, dieser Trick, also was draufmalen, aber hinten dann draufschreiben, dass gar nicht drin ist, der funktioniert so nicht. Also die Frage Information und Bildung, da bin ich ganz bei Herrn Gent, ist, glaube ich, eine der Schlüsselthemen, wo ich mir auch wünschen würde, dass manch ein Kultusminister in den Ländern weniger über Schulstrukturen diskutiert, G8, G9 und was weiß ich was, sondern mehr über Schulinhalte. Und wir tatsächlich darum ringen, wie man kluge Verbraucherbildung in Schulen bringt, die junge Menschen auch begeistert. Aber wir werden über die Frage reden müssen, was ist eigentlich gute Verbraucherinformation? Und ich glaube, dass wir da noch einen Weg vor uns haben. Zweitens, wir brauchen einen guten Rechtsrahmen, der möglichst Wettbewerbsgleichheit schafft. Herr Neubacher und ich hatten letzte Woche schon mal das Vergnügen miteinander auf einer Podiumsdiskussion. Und wenn dort eine wichtige Säule des deutschen Bankengeschäftes danach ruft, doch bitte schön gleich behandelt zu werden, wie zum Beispiel freie Finanzvermittler. Und ein Saal mit 500, 600 Bankern plötzlich applaudiert, wenn es darum geht, in gleicher Form beaufsichtigt zu werden, dann nehme ich das als Verbraucherschützer sehr ernst. Also wir brauchen ein, englisch gesprochen, Level Playing Field. Also es muss Wettbewerbsgleichheit geben, gleiche Aufsicht, damit hier nicht der eine irgendwelche Bevorzugungen bekommt oder hofft, durch Schlupflöcher durchkommen zu können im Vergleich zu anderen. Und drittens, was wir brauchen, ist Rechtsdurchsetzung. Ein Recht auf dem Papier hilft mir gar nichts. Und es ist, glaube ich, illusorisch zu glauben, das würde jede Justiz lahmlegen, wenn jeder von uns bei jedem Punkt, wo er sich subjektiv oder objektiv ungerecht behandelt fühlt, schnurstracks zum Rechtsanwalt und zum Gericht läuft. Oh mein Gott, in so einer Republik wollen wir nicht leben und es ist auch einfach lebensfremd, das zu tun. Und darum bin ich Frau Winkelmeier-Becker dankbar, die vorhin ihren Input hier dargelegt hat, dass zurzeit zumindest drum gerungen wird, wie weit hier eine, ich sag mal, klug ausgestaltete Verbandsklagebefugnis sowohl effizient ist im Sinne des Rechtsstaats, als auch Wettbewerbsgleichheit schafft, fairen Wettbewerb schafft und auch dazu beiträgt, dass man sich da nicht hilflos fühlt als Einzelner, sondern gemeinsam vorgehen kann an der Stelle. Das, glaube ich, wären drei Ansprüche, die dazu beitragen, dass der mündige Verbraucher vielleicht nicht von heute auf morgen Realität wird, aber zumindest ein Ziel ist, was man erstreben kann. Ein Satz noch zum Thema Nudging, weil ja ein bisschen Spannung hier oben auftreten muss. Nudging ist ja nichts Neues. Jedes Mal, wenn Sie einen Supermarkt betreten, werden Sie genudged. Und zwar kräftig. Die Frage, ob Sie linksrum oder rechtsrum in einem Supermarkt drehen, ist ja keine Frage des Zufalls. Darüber haben sich Leute intensiv Gedanken gemacht, weil das eine sie so bewegt und das andere bewegt sie anders. Die Frage, wo Sie welches Produkt auf welcher Augenhöhe, jetzt vertikal gesprochen, Ihnen begegnet, ist ja nichts anderes als ein Nudging. Für das, was vielleicht etwas preisgünstiger ist, müssen Sie nur mal in die Hocke gehen. Und das, was etwas teurer ist, das haben Sie so in richtiger Griffhöhe. Die Frage, nimmt zwei für den Preis von einem, ist ja nichts anderes als ein Nudging. Also die ganze Frage der Verhaltensökonomie ist nichts, was irgendwie eine besonders neue Erkenntnis wäre. Wo ich ganz bei Herrn Gent und vielen anderen bin, ist, wenn der Staat sagt, er nutzt die Voreinstellung für ein Motiv, dann finde ich, darf er das niemals still und heimlich tun. Und ich glaube, dass hier Staat immer, Politik, anderen Voraussetzungen sich unterwerfen muss. Also mindestens Transparenz und Offenlegung. Mein Lieblingsbeispiel ist der Organspendeausweis. Sie alle kennen das heikle und schwierige Problem von fehlenden Organspenden. Und Sie alle kennen den deutschen Weg. Organspende gibt es nicht, außer Sie tragen den Ausweis mit sich rum, was Sie hoffentlich alle tun. Oder der spanische Weg. Organspende ist legal, außer Sie tragen einen Ausweis mit sich rum, der das unterbindet. Beides ist ein Nudging. So oder so. Beides hat elementar unterschiedliche Konsequenzen in der Organspendeverfügbarkeit. Beides ist übrigens total legitim. Man muss sich nur für eins von beiden entscheiden. Und darum glaube ich, dass die Debatte, die jetzt aufgekommen ist, raus muss aus den ganzen Feuilletons. Da wird darüber nämlich polemisiert, geklagt, gejubelt, auf Teufel komm raus.
Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch im Bundeskanzleramt, wo ja die Verantwortung für dieses Instrument sitzt. Und zumindest dort die zuständige Verantwortliche ist damit sehr, sehr ruhig, sehr, sehr gelassen, sehr, sehr differenziert umgegangen. Und darum glaube ich, ein bisschen weniger Angst vor transparenten Experimenten. Und ich glaube, dass vielleicht nicht auf der hohen Ebene des Organspendeausweises, vielleicht 3 Stufen tiefer, es einfach gut tut, das mal in 1 oder 2 Städten in Deutschland auszuprobieren. Ist Nudging eigentlich erfolgreich? Akzeptieren das die Menschen? Weil die Alternative ist ja, alles zu regulieren. Ich finde, das ist nicht zwingend der bessere Weg. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich gehe noch mal dazwischen, weil wir müssen das ein bisschen strukturieren. Also eine klare Frage, brauchen wir den mündigen Verbraucher, ja oder nein? Und wir kommen auf Informationen, kommen wir später noch mal zu sprechen. Ich finde, wir sollten auch noch mal über Nudging sprechen. Es wäre toll, wenn der Journalist sich jetzt an die Frage halten könnte. Ja, der mündige Bürger ist tot, der ist schon mit den Füßen voran rausgetragen. Jetzt haben wir den Trottelbürger als neues Leitbild, Homo Demens. So lese ich das jedenfalls im Koalitionsvertrag. Da ist ab Seite 85 das Thema Verbraucherschutz aufgerufen und da ist dann schon auch nicht mehr die Rede vom mündigen, sondern vom schutzbedürftigen Verbraucher. Da muss der Staat Schutz und Vorsorge bieten. Und ja, ich habe mich mal gefragt, was das eigentlich heißt. Das heißt dann zum Beispiel, dass früher es üblich war beim Autohändler, wenn man da hinging als Kunde, dass man sagen konnte, pass auf, ich verzichte auf ein paar Gewährleistungen und du gibst mir dafür das Auto billiger. Und das war ja eigentlich ein guter Deal. Da war der mündige Verbraucher, der trat dann dem Händler entgegen und hat gesagt, pass auf, ich kann selber schrauben, ich habe wenig Geld, ich habe viel Zeit. Und das geht jetzt nicht mehr, denn der schutzbedürftige Verbraucher, von dem jetzt immer die Rede ist, der kann auf bestimmte Rechte nicht mehr verzichten. Auch wenn es vielleicht zusammen Nutzen wäre, der kann das nämlich gar nicht entscheiden, denn woher weiß er das noch in seinem vertrottelten Zustand? Oder der schutzbedürftige Verbraucher, der kann auch nicht mehr entscheiden, ob ich jetzt A- oder G-Kennzeichnung beim Staubsauger jetzt danach meinen Kauf ausrichte. Die meisten haben das übrigens bei der Waschmaschine früher schon auch immer gewusst, dass man mit A eigentlich ein bisschen Strom spart und dann haben die meisten ja auch dann das effiziente Gerät gekauft, aber es musste eben nicht sein. Heute geht es gar nicht mehr, da sind bestimmte Geräte beim Staubsauger jetzt angefangen, andere kommen jetzt ja nach. Die sind vom Markt verschwunden, die sind verboten worden. Warum? Weil der Trottelbürger ja nicht in der Lage ist, so ein Etikett zu verstehen oder selbstbestimmt eine Entscheidung zu treffen, die vielleicht zu seinem Nutzen wäre. Oder drittens, der schutzbedürftige Verbraucher weiß ja gar nicht, wie schädlich zum Beispiel das Rauchen ist. Jetzt wird dann demnächst das Menthol bei Mengen verboten, damit also Helmut Schmidt, wenn er sich künftig eine Zigarette anmacht, so richtig abhustet zur Strafe. Das ist dann die schwarze Pädagogik des Staates, damit er auch mal sieht, was er davon hat. So, und mein Eindruck ist, dass bei dieser ganzen Diskussion eine ganz wesentliche Sache in den Hintergrund rückt. Nämlich erstens, der Verbraucher ist ja nicht so ein Hanswurst oder so ein Hampelpampel, den man da durch die Gegend schicken kann und dem man erklärt, was gefälligst die richtigen und guten Präferenzen sind und wie gefälligst Konsumentscheidungen auszusehen haben. Sondern der Verbraucher ist ja der Chef von das Ganze, um es mal klar zu sagen. Wenn das, was Sie hier machen, dem Verbraucher nicht gefällt, dann können die Unternehmen zumachen und dann war es das damit. Und wer jetzt den Verbraucher anfängt zu lenken, aus irgendwelchen höheren Motiven, der greift damit in einen wesentlichen Teil unseres Systems ein. Der lenkt damit ja nicht bloß den einzelnen Verbraucher, sondern der lenkt damit die gesamte Wirtschaft. Und der soll sich, finde ich jedenfalls, schon sehr, sehr genau überlegen, ob er für so einen Eingriff, der ja wirklich massiv ist, auch wirklich ein höherwertiges Gut angeben kann, einen guten Grund hat. Wir haben viele Fälle erlebt, da ist das der Fall nicht gewesen. Ich finde, der mündige Verbraucher, um ihn mal so zu nennen, der verdient etwas mehr Respekt, als das im Koalitionsvertrag und in den Äußerungen des Staatssekretärs zum Ausdruck kommt. Und das ist nämlich dann der nächste Punkt. Und auch wenn ich damit zum Schluss kommen kann, was passiert denn, wenn wir dem Verbraucher immer vorschreiben, was er zu tun und was er zu lassen hat? Wird er dadurch mündig? Ich glaube das nicht. Wenn Sie sich erinnern, wir hatten diesen schönen Fall dieser 18-jährigen Abiturientin aus dem Rheinland, die getwittert hat, sie könne jetzt Gedichte interpretieren in 3 Sprachen. Aber sie sei nicht in der Lage, das mit dem Konto zu verstehen und den Mietvertrag zu unterschreiben. Und für den Fall, dass der das auch nicht zumutet, für den Fall, dass man auch weiter sagt, naja, da muss man das schützen und das kann sie nicht, dann wird sie das auch in 10 Jahren nicht können. Und ich glaube, am Ende hilft es nicht. Man muss einfach, selbst wenn das natürlich bei noch nicht allen Leuten verwirklicht ist, man muss diesem Leitbild des mündigen Verbrauchers nacharbeiten. Und da finde ich gerade
das, was Herr Müller macht, ich finde, die Verbraucherzentralen machen das sehr, sehr gut in Wahrheit. Also ich finde, die machen das wirklich ausgezeichnet, weil die sich eben einsetzen für gute Informationen, für brauchbare Informationen. Und das ist es ja das, was man versuchen sollte, dass man den Verbraucher auf Augenhöhe bringt und diese strukturellen Nachteile, die er manchmal hat, in komplizierten Branchen ist das ja besonders stark, dass er die ausgleicht. Und ich finde, dass Herr Müller sich vornehmen könnte, auch sein Aufgabengebiet zu erweitern. Es geht eben nicht nur darum, diesen Trottelbürger vor der bösen Wirtschaft zu schützen, sondern den mündigen Bürger, davon soll es ja einige geben, vor der Übergriffigkeit des Staates in Schutz zu nehmen. Das ist auch Verbraucherschutz und da hat er viel zu tun. Ja, vielen Dank. Ich würde gerne noch mal auf ein paar Aspekte zurückkommen, Informationen. Das sollte eigentlich das nächste Thema sein. Wir sind uns einig, dass wir klare, gute Informationen brauchen. Das ist jetzt ein weites Feld. Was ist denn jetzt eigentlich die richtige Information? Herr Müller hat den Input gegeben, Tee. Waren Dinge auf der Teepackung für Kinder drauf, die nicht mal drin waren. Das akzeptieren wir nicht. Wir sagen alle immer diesen schönen Spruch, was drauf ist, muss auch drin sein. Aber natürlich halten wir das an anderer Stelle nicht. Also ich sehe hier auch Vertreter der Zigarettenindustrie. Wenn ich mir vorstelle, dass 60% der Verpackung Schockbilder haben, ist dann längst nicht mehr in der also das drin, was drauf ist. Ja? Ist also die, ja. Und wenn Sie jetzt hingehen würden und würden das ehrlich machen und würden so eine schöne Tabakplantage dahin machen oder wegen mir auch ein industrielles Bild von Tabakproduktion, das würde der Wahrheit entsprechen, aber wir dürfen es nicht mehr drauf machen. Wir von der Politik, da bin ich dran, wer setzt eigentlich den Rahmen? Wir in der Politik haben das so gesetzt. Deswegen erstens meine Frage zur Information, also wie muss die eigentlich sein, wie sieht gute Information aus? Und die zweite Frage wurde auch im Impuls Vortrag angesprochen. Also wer definiert die Verbraucherinteressen? Also wir haben jetzt schon Lob gehört an Herrn Müller und seine Verbraucherzentralen. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel der ADAC. Haben die einen Anspruch für alle Autofahrer zu sprechen? Sie haben es beantwortet. Sie haben gesagt, am Ende muss es die Politik. Können wir das? Und Sie sehen, was dabei rauskommt. Also wie sollen wir uns auf dem Gebiet mal weiterentwickeln, dass das, was wir in der Politik tun, auch vielleicht näher dran ist an dem, was wirklich ist? So ein, das war eine lange Frage. Hat jemand Lust darauf zu antworten? Klar, ja, bitte, machen wir die. Ja. Also wir haben immer Lust auf Antworten und Antworten zu geben. Ich meine, wir wissen nicht, wie die Zuhörer dazu stehen, aber sie können sich ja auch melden. Natürlich haben wir ein großes Interesse, dass es einen informierten Verbraucher gibt. Wir stehen ja auch im Wettbewerb und das Bild zum Thema Nudging, also die Aufklärung eigentlich, die Herr Müller uns eben gerade mal gegeben hat. Wir sitzen ja auch alle mit Anzug und Krawatte hier, weil wir einen besonders schönen Eindruck machen wollen und kommen nicht gerade mit unseren Gartenklamotten gerade um die Ecke. Also das ist schon immer da gewesen. Aber wir haben harten Wettbewerb im Handel und wir sehen gerade, dass die Digitalisierung natürlich eine riesen neue Chance eröffnet für Verbraucherinformationen. Aber nicht jeder wird es natürlich nutzen und wird hineingehen. Und ich sage immer, wenn Sie die Bedingungen, auch die Händlerbedingungen anschauen, sich von einer amerikanischen Internetplattform, dann habe ich auch mal meine Bedenken, unseren mittelständischen Händlern kann man eigentlich kaum empfehlen, weil auch keiner die Chance hat, wirklich diese AGBs oder die Vorschriften, die dort sind, durchzulesen, dann wirklich auch seinen Haken dran zu machen und diese Plattform zu nutzen. Ich glaube, dass im Wettbewerb zwischen den Unternehmen, was Verbraucherinformationen anbetrifft, wesentlich mehr möglich ist. Und jetzt schon unterwegs ist. Auch das Thema Nachhaltigkeit kam ja hier im Vortrag eben nochmal vor. Und wenn man es ernst nimmt, dann sieht man, dass auch hier nicht nur bestimmte Kunden, sondern immer mehr Kunden diese Dinge nachfragen. Insofern muss der Staat das, glaube ich, nicht regeln, was eine gute Information ist, sondern es wird der Wettbewerb, also letztendlich die Beziehung auf Augenhöhe wird das klären. Wir hatten das eben so bilateral, das Chlorhühnchen, glaube ich, wird es heute im Lebensmittelhandel gar nicht geben, weil die deutschen Kunden und Verbraucher es gar nicht wollen. Obwohl es absolut sicher ist und keine Salmonellen da drauf sind, glaube ich heute, dass ein Verbraucher, wenn er bewusst weiß, das ist ein Chlorhühnchen, es hier nicht haben will. Und wenn der Verbraucher es nicht haben will, dann wird es auch nicht im Regal sein, es wird nicht im Angebot sein, weil unsere Händler natürlich nur das verkaufen werden, was auch von der Kundennachfrage akzeptiert wird. Und auch die Standards, die dazu diskutiert wurden, auch das ist eine Mehr. Hier hat es der Einkaufsmanager eines der größten Handelskonzerne gesagt, der sagt, natürlich setzen wir die Standards für diese Produkte vor dem Hintergrund dessen, was der Kunde will. Und deshalb haben wir da gar überhaupt keine Probleme, was amerikanische Standards anbetrifft. Also insofern, gute Informationen kann man, glaube ich, nicht per Gesetz deklinieren, sondern das muss auch im Wettbewerb herausgefunden werden. Und wer definiert das Verbraucherinteresse? Das finde ich eine absolut spannende Frage, weil wir haben ja nicht nur Herrn Müller mit der VZBV und seinen Landesverbraucherzentralen, sondern wir haben ja auch andere, die letztendlich das als Geschäftsmodell betreiben, sich einen Bankkredit holen, sich als Verbraucherschutzorganisation am Markt generieren
und Verbraucherinteressen definieren, die möglicherweise gar keine Verbraucherinteressen sind, die möglicherweise dann nur so definiert sind, um bestimmten Geschäftsinteressen nachzukommen, bis hin auch zum Thema Abmahnmissbrauch, was natürlich auch da ist. Übrigens sind da nicht nur Endverbraucher betroffen, sondern viele mittelständische Einzelhändler jeden Tag betroffen, da sie von Abmahnvereinen, Abmahnanwälten, deren Geschäftszweck nichts anderes ist, ständig Briefe bekommen, weil sie doch vielleicht irgendwas vergessen haben, was sie gar nicht willentlich gesetzt haben und genauso betroffen sind wie Endverbraucher. Da sehen wir schon eine Aufgabe des Staates, Schutz vor solchen Mechanismen zu geben. Und wer die Verbraucherinteressen definiert, Frau Heil, Sie können das als Politik, können Sie keine Verbraucherinteressen definieren. Der Wähler definiert sein Interesse, indem er Sie wählt, indem er Ihnen bestimmte Dinge in das Pflichtenheft schreibt. Aber wir müssen höllisch aufpassen, dass es da nicht selbstgewählte Verbraucherschutzanwälte gibt, die natürlich dann, letzte Bemerkung, ein Verbandsklagerecht ganz anders nutzen würden, als ich es einem Herrn Müller zutrauen würde. Und deshalb sind wir da sehr, sehr kritisch. Ja, mit 55,5% meines Wahlergebnisses habe ich da schon ziemlich viel Verbraucherinteressen, ja, kann ich da schon ziemlich definieren. Absolut. Aber trotzdem glaube ich nicht, dass ich verstanden habe, was jeder einzelne Verbraucher will. Herr Müller, Sie waren, aber darf ich gerade erst den Herrn Schmidt-Kessel, den hat man eben vergessen. Also ich wollte noch mal auf zwei Dinge hinweisen, die das Nudging betreffen und den Trottelbürger. Nudging, da haben wir, und das sollte deutlich geworden sein, und da haben wir eine Betrachtung von Entscheidungsarchitekturen von Verbrauchern, die jeder nutzen kann, der irgendwie solche Anreize setzen kann. Und insofern ist das ein wunderbares politisches Schlagwort und sollte vielleicht in den Feuilletons bleiben, wenn ich das so sagen darf. Als Schlagwort, dass man die Steuerungsinstrumente, dass man daraus lernt, wie funktionieren solche Entscheidungsarchitekturen und dass man dann auch deren Einsatz kontrolliert als Staat. Gegebenenfalls tun wir ja wenn der ganzen Werberegulierung, und ich glaube, das ist durchaus auch richtig, genügt das, dann braucht man dieses schöne Schlagwort nicht. Trottelbürger, das ist genau das, was ich eben gemeint habe. Wenn man anfängt, Inhalte vorzugeben, dann bevormundet man. Und das darf man nur dann tun, wenn man damit dezidierte politische Steuerungsziele verfolgt. Dann ist es, glaube ich, aber auch nicht illegitim, weil wir natürlich auch etwa Umweltwirkungen von bestimmten Produkten durch Rücknahmepflichten, durch Entsorgungsregeln für Altreifen und Kühlschränke natürlich mitsteuern. Und dann finde ich es nicht allein dadurch, dass wir jetzt über Verbraucher reden, ein solches Steuerungsziel nicht in Ordnung, sondern mein Petitum ist eben, das muss wirklich eine politische Entscheidung sein. Eignung des Wettbewerbs, ja, immer, HDE, immer, klar. Das Entdeckungsverfahren Hayek, wir wissen das alles. Und wir wissen auch, dass vieles das, was wir hier, was man staatlicherseits tut, nichts anderes als Anmaßung von Wissen ist. Aber vielmehr als dieses, den Versuch einer Anmaßung können wir auch nicht unternehmen. Denn wir haben natürlich in vielen Fällen, in denen wir Schutzsituationen haben, auf der anderen Seite Personen, die große Teile der Geschäfte nur einmalig treffen, bei denen die Risiken, um die es geht, sich ganz anders auswirken. Und wir haben das Problem, wenn der Wettbewerb der zentrale Maßstab ist, dass wir dann für ein Level Playing Field fairer Bedingungen sorgen müssen. Und der wird eben auch durch Verbraucherschutznormen gewährleistet. Mir hat vorhin bei Herrn Professor Schmidt-Kessler sehr gut gefallen, als er gesagt hat, gute Verbraucherpolitik steuert bewusst. Und ich würde das mal übertragen, weil ich das Beispiel von Herrn Neubacher ja sehr eingängig finde. Bei seinen Beispielen ging es ja auch rund um die Ökodesign-Richtlinie, also die Frage von Haushaltsgeräten. Das ist ja eigentlich weniger eine Frage des Verbraucherschutzes, sondern um die Frage, will Politik, an der Stelle die EU, klimapolitische Ziele durchsetzen, indem sie Energieeffizienz reguliert. So. Und genauso wenig wie auch das Ölkännchen ja irgendwas mit Verbraucherschutz zu tun hatte, sondern da ging es um Absatzförderung bestimmter Länder in der EU, die gerne ihr Öl verkaufen wollten. Also auch ich wehre mich dagegen, dass der Verbraucherschutz für jedes denkbare gesellschaftspolitische Ziel herhalten muss, weil dann genau die Transparenz, die Herr Schmidt-Kessler vorhin sozusagen schön systematisch aufgelistet hat, dort auch irgendwie verloren geht. So. Wie sieht gute Verbraucherinformation aus, hat Frau Heil gefragt. Wir als VCBV versuchen hier letztendlich das dem Verbraucher zurückzugeben.
Und die Diskussion über mehr Empirie in der Verbraucherpolitik ist ja genau eine Antwort darauf. Wir haben das jetzt in einer Reihe von Umfragen zum Beispiel mal diskutiert, was ist eigentlich das ideale Etikett in einem Supermarkt für ein Lebensmittel? Und da haben nicht wir uns hingesetzt und das am grünen Tisch mal konstruiert, Klammer auf, haben wir auch gemacht, aber wir wollten nachher von Verbrauchern wissen, was ist ihnen eigentlich besonders wichtig? Was muss auf der Vorderseite stehen und was muss auf der Rückseite stehen? Klammer auf, interessanterweise war unser Etikett nicht deckungsgleich mit dem, was die Verbraucher gewählt haben. Soweit zum Thema Lerneffekt auch für Verbraucherschützer. Sondern den Verbrauchern waren eine ganze Reihe von Punkten sehr, sehr wichtig, die es zum Teil heute schon gibt. Also der Markenname, logisch. Aber eben auch weitere Informationen, die wir heute höchstens sehr vereinzelt auf einer Etikettvorderseite finden. Und darum würde ich mir eigentlich in der Politik mehr Empirie wünschen. Also Verbraucher tatsächlich zu fragen, was ist das, was sie brauchen? Was ist das, was nachher für sie wirklich das Wichtigste ist? Und dann auch durchaus zu akzeptieren, das würde für uns gelten, das müsste für den Handel gelten, für andere, wenn hier womöglich auch die ein oder andere Erwartungshaltung letztendlich enttäuscht wird, weil den Verbraucher was anderes wichtig ist an der Stelle. Es wird jetzt einen ganz praktischen Fall geben, wo im Herbst, Frau Heil hat ja darauf hingewiesen, dass sie immer zwei Hüte auf hat, den Rechts- und Verbraucherschutzausschuss, aber auch den Ernährungs- und Landwirtschaftsausschuss. Das Bundeslandwirtschaftsministerium wird die sogenannte Lebensmittelbuchkommission im Herbst neu gestalten. Das ist ein ausgesprochen wichtiger Ort, der ein bisschen vielleicht unter fehlender Aufmerksamkeit leidet, weil dort mit verschiedensten Kräften, verschiedensten Interessensgruppen geklärt wird, was eigentlich tatsächlich der Anspruch ist für gute Informationen, zumindest im Lebensmittelbereich. Und eine Forderung, die von einem anderen Verbraucherschutzverband erhoben wird, ist, das alles von der Politik entscheiden zu lassen. Das ist eine Forderung, die ich mir nicht zu eigen machen würde. Die Vorstellung über all diese Einzelheiten im Deutschen Bundestag, am besten auch noch im Deutschen Bundesrat, und wenn es dann gar nicht anders geht, im Vermittlungsausschuss zu streiten, wäre mir ein Gräuel. Dann werden wir nicht vorwärts kommen. Aber zu überlegen, wie mehr Empirie in die Deutsche Lebensmittelbuchkommission Einfluss nehmen kann, wie man sich dort mehr an dem orientiert, was die Menschen tatsächlich verstehen, das finde ich ist ein lohnenswertes Ziel, über das man streiten kann. Letzte Bemerkung. Wir kennen aus der Ökonomie sogenannte Vertrauensgüter. Vertrauensgüter sind Güter, von denen Sie nicht sofort oder unmittelbar wissen, ob das, was Sie gekauft haben, auch wirklich das ist, was Sie bekommen haben. Also klassischerweise sind das Gesundheitsdienstleistungen und auch viele Finanzdienstleistungen gehören dazu. Also wenn Sie heute eine Riester-Rente abschließen bei der Bank, Sparkasse Ihres Vertrauens, dann werden Sie in der Regel erst mit Beginn Ihres Ruhestandes oder irgendwann währenddessen mitkriegen, war das eigentlich eine gute Entscheidung. Und insofern, glaube ich, werden wir tatsächlich nicht drum herum kommen müssen, von Markt zu Markt geschehen, zu überlegen, sind Regulierungen, die wir für Vertrauensgüter brauchen, im Gesundheitsmarkt, bei Gesundheitskrankenversicherungen, gerade in Zeiten von Big Data, im Bereich des Finanzmarktes, womöglich andere, als wenn ich ein Brötchen kaufe, wo ich sofort nach dem Biss weiß, kaufe ich sofort wieder oder morgen wird es ein anderer Bäcker. Vielen Dank, Frau Weisgerber, bitte. Ja, Herr Müller hatte gerade von der Empirie gesprochen. Wir haben zum Beispiel bei der Kennzeichnung der Imitate sehr stark auf das gehört, was die Bürger denken. Und ich glaube, da haben wir auch von allen Seiten absolut Zustimmung bekommen. Wie war da im Moment die Situation? Es war so, dass wenn zum Beispiel auf einer Pizza die Pizza mit Käse abgebildet war und der Käse läuft so schön runter, dann denkt ja eigentlich jeder Verbraucher auf diesem Bild, da ist echter Käse auf der Pizza. Es war aber letztendlich in der Vergangenheit so, es gab eine Kennzeichnung schon. Es musste dann im Zutatenverzeichnis auch erkennbar sein, dass nur Pflanzenfettmischung und eben kein Gouda, Emmentaler, was weiß ich, verwendet wurde. Also wer es wusste, der konnte immer hinten drauf nachschauen, im Kleingedruckten. Aber faktisch hat es keiner gewusst und faktisch hat es keiner gemacht. Und wenn man aber dann den Verbrauchern erzählt hatte, da ist gar kein echter Käse drauf, dann waren sie eigentlich ziemlich erstaunt. Was haben wir da gemacht? Es ist gelungen,
dass jetzt die Pflicht besteht, vorne auf der Titelseite neben dem Produktnamen wirklich zu schreiben, in Klammern, hergestellt mit Pflanzenfettmischung und das auch in einer gewissen Größe. Es hat letztendlich dazu geführt, insofern hatten wir dann doch wieder eine leichte Lenkungswirkung, dass die Rezepturen jetzt sehr weitgehend umgestellt worden sind, worüber sich zum Beispiel die Milchbauern, die Landwirte gefreut haben. Also das möchte ich jetzt nochmal als Beispiel nennen. Sagen wir mal so, es muss das draufstehen, was auch drin ist, aber es muss auch bei den Bildern so sein, dass es zu keiner Täuschung kommen darf. Beim Schokopudding, wenn Schokostücke abgebildet sind, dann muss auch Schokolade und nicht nur Aroma drin sein. Das alles können wir durchsetzen. Also der Maßstab für eine gute Kennzeichnung ist meiner Meinung nach die Vergleichbarkeit. Früher gab es da auch zum Beispiel bezüglich der Bezuggrößen oft Unterschiede. Das muss ich jetzt immer auf 100 Milliliter beziehen oder 100 Gramm beziehen. Es muss lesbar sein, es muss erfassbar sein und es darf keine Täuschung geben. Also ich glaube, auf diese Maßstäbe können wir uns alle einigen. Aber auch da liegt das Problem halt immer im Detail. Ja, also der Tee, der aus Ostfriesland kommt, den jeder trinkt und eigentlich mal ein bisschen nachdenken, denkt, naja, da wächst bestimmt kein Tee. Aber der wird konsumiert, akzeptiert. Meine Mitarbeiterin hat immer das schöne Beispiel der Gelee-Banane. Ja, also so schönes Gelee mit Schokolade drumherum. Kein Mensch erwartet eigentlich, dass da Banane drin ist. Also wenn wir das, ja, das ist ein normales Empfinden. Aber wenn wir als Politik so weit gehen und sagen, wir müssen so ehrlich sein, also in der Gelee-Banane muss die Banane drin sein oder Ding muss anders heißen und das ist seit 50 Jahren eingeführt. Also ich glaube, wir kommen mit allein zu sagen, was drauf steht, muss auch drin sein, nicht weiter, sondern so, wir müssen, glaube ich, mehr dahin gucken, was empfinden die Leute denn dabei, was erwarten die? Also bei der Pizza nehme ich das so, wir haben es über die Zigaretten gesagt, ja, also ich glaube, da müssen wir genauer hingucken. Jetzt haben Sie vorgeschlagen, Herr Müller, man müsste die Verbraucher fragen. Immer toll. Also es ist auch so, in der Politik kommt das immer gut an. Wir müssen die Leute fragen. Jetzt bin ich ja im Hauptberuf eigentlich Architektin und da auch selbstbewusst genug, dass ich sage, wenn man so einen Beruf erlernt hat, man weiß relativ genau, wovon man spricht. Also ich muss nicht in den Kindergarten gehen und erstmal die Kinder fragen, mit was für einem Spielgerät wollt ihr am meisten spielen, sondern es gibt da einfach auch eine gute Erfahrung. Und wenn man clever ist in seinem Beruf, dann kann man das auch. Das heißt nicht, dass man nicht vielleicht auch mal Kinder fragen soll oder Verbraucher fragt. Und vor allen Dingen Sie als Unternehmer fragen natürlich Ihre Kunden. Sie haben da eine große Expertise. Also ich stelle in Frage, ob das wirklich so ist, dass wenn wir jetzt überall bei jeder Gesetzesvorlage haben, erstmal die Verbraucher fragen, ob wir dann nachher klüger sind. Weil am Ende haben wir, glaube ich, die Lobbyisten, die Gruppe, die 5% oder die 3%, die ein besonderes Interesse haben, die schlagen dann laut in der Öffentlichkeit auf und dann richten wir uns noch danach und nach den 97 anderen nicht. Also eine schwierige Frage. Vielleicht können wir das mal klären. Ja, bitte. Also ich glaube nicht, dass wir wirklich weiterkommen, wenn wir alle Verbraucher fragen würden, die Beteiligung dergleichen. Übrigens, der Handel tut das jeden Tag. Wir haben jedes Jahr über 100.000 neue Produkte, die von der Industrie in den Handel kommen. Wahrscheinlich möchte die Industrie noch mehr Produkte in den Handel bringen, aber wir haben keine Gummiregale. Die sind halt nicht dehnbar, sondern die sind endlich. Auch das Internet wird da auch nicht weiterkommen. Das heißt, von den 100.000 Produkten, die reinkommen, bleiben natürlich nicht 100.000 im Regal, sondern es ist immer nur ein kleiner Prozentteil, der wirklich vom Verbraucher, der wählt, nämlich jeden Tag mit so einer Kaufentscheidung, angenommen werden. Und deshalb würde mich natürlich interessieren, Herr Schmidt, gestern hat das in seinem Vortrag, Sie sprachen von neuen Typen für schutzwürdige Verbraucher. Also ich sehe das sowieso etwas anders, ob der Verbraucher per se schutzwürdig ist. Ich glaube, er ist schon relativ gut aufgeklärt. Aber wenn Politik jetzt noch anfängt, Verbrauchertypen zu definieren, die besonders schutzwürdig sind, natürlich gibt es Sprachbarrieren, definitiv. Aber da den Beipackzettel bei Medikamenten gibt es ja auch in mehreren Sprachen. Und Internet, Digitalität lässt auch alles vorgeben. Oder Sie sprachen vorhin an ältere Bevölkerung. Sind ältere per se schutzwürdiger? Also ich sehe, oder wir sehen, glaube ich, alle eine Generation der 60+, die absolut fit in dieser Welt umhergehen, konsumieren, sich dort aufhalten, sich informieren, Kaufentscheidungen treffen. Das können ja nicht per se dann Ältere sein, die schutzwürdig sind. Ich glaube, da tun wir uns unheimlich schwer, wenn Sie oder der Gesetzgeber jetzt versucht, Verbrauchertypen zu definieren, zur Hilfenahme von Herrn Müller, und die dann besonders schutzwürdig sind. Ich glaube, da kommen wir auch nicht weiter. Das ist, glaube ich, relativ weltfremd, wenn wir solch einen Weg gehen würden. Ja, ich meine, wir fragen ja den Verbraucher tatsächlich jeden Tag in der Marktwirtschaft durch Konsumentscheidungen, bringt er das ja pausenlos und ständig und an jeder Stelle auch immer zum Ausdruck. Und dann passiert dann zum Beispiel sowas total Irres wie mit diesem Analogkäse, der heißt jetzt vegan und kostet extra. Und das ist alles Ausdruck von skurrilen Verbraucherpräferenzen, in die sich überhaupt kein Staat einmischen musste. Aber es hat dann doch irgendwie auch wieder ganz gut funktioniert.
Nein, also in diesem Spannungsfeld, da kann man, glaube ich, wirklich echt Schaden anrichten. Also wenn wir uns nochmal erinnern, wie die Diskussion jetzt lief über die Frage grauer Kapitalmarkt und wie regulieren wir den. Und das war ja eine Frage für viele Leute, jetzt, Sie wissen das alle mit Brokern, mit diesem Wind, mit dieser Windbude da, dem komischen Laden. So, da wurde dann so getan, man müsse den Menschen praktisch davor schützen, sein Geld in solche Sachen zu investieren. Ja, ist das der richtige Weg? Natürlich nicht. Man muss den Leuten erklären, dass man da Geld verlieren kann. Aber sozusagen die Zugänge zu bestimmten Geldanlageformen zuzubetonieren, weil der dumme Verbraucher das sonst nicht kapiert, ist eindeutig der falsche Weg. Denn es gibt Leute, die gehen auch gerne in die Spielbank und das ist auch deren gutes Recht. Und deswegen muss da, glaube ich, der Staat sehr, sehr zurückhaltend sein und also wirklich minimalinvasiv und homöopathisch arbeiten. Und das ist dann eben auch eine Sache, mit der dann ganz schnell großer Schaden angerichtet wird. Denn was passiert, wenn sich der Einzelne, das stimmt ja, wir sind ja zum Teil als Verbraucher sind wir nicht rational. Also wir machen da die beklopptesten Sachen teilweise. Aber wenn wir dann unseren Fehler erkennen, dann ändern wir unser Verhalten. Wir können ja aus unseren Fehlern lernen. Das gehört irgendwie ja doch zu unserer Menschwerdung auch dazu. Und dann haben wir unseren Fehler korrigiert und eine andere Entscheidung dann künftig getroffen, die uns dann Besserungen verspricht. Was passiert, wenn der Staat sich irrt und wenn der Regulierer das falsch macht? Dann gibt es ein Gesetz und die ganze Herde rennt in die falsche Richtung. Und ein Fehler lässt sich dann wahnsinnig schnell wieder einfangen. Und das ist, finde ich jedenfalls, dem Regulierer häufig nicht klar, dass er damit eine Bewegung auslöst, die dann wirklich womöglich aber auf den Holzweg geht. Ich würde vorschlagen, wenn man jetzt Herrn Schmidt-Kessel, der wollte noch was sagen, Herr Müller, und dann, wenn Sie Fragen haben, bitte danach gerne, ja? Ja, vielen Dank, Herr Gent. Also nur, um das Missverständnis auszuräumen, ich hielte jeden Verbraucher für schutzwürdig. Es ist im Gegenteil, dass wir bis auf ganz wenige Regelungen immer die Konstellation haben, privater Marktzugang plus ein Risiko. Ja, also nur, dass wir uns da richtig verstehen, aber so ein Risiko könnte eben auch aus einer bestimmten Gefährdungsklage qua Gruppenzugehörigkeit kommen. Und es ist natürlich so, dass wir längst im deutschen Recht Tatbestände etwa im UWG haben, wo wir erheblich differenzieren. Also wenn man da in den Gesetzestext reinguckt, da gibt es eben Gruppen besonderer Schutzwürdigkeit oder Einzelpersonen besonderer Schutzwürdigkeit, die teilweise auf Basis europäischen Rechts, teilweise auf Basis vielleicht europarechtswidrigen deutschen Rechts, gesondert geschützt werden. Die gibt es längst, die werden da bloß nicht definiert. Also mein Punkt wäre, dass man hier nicht ganz generell an besondere Schutzwürdigkeiten anknüpft im Sinne einer Generalklausel, sondern wenn man weitere Gruppen hat, dass man die dann nutzt. Ich möchte nur ein Beispiel machen, File-Sharing ist ja ein wunderschönes Thema. Mal gucken, was jetzt passiert nach den BGH-Entscheidungen. Aber auch da wissen wir doch, dass die Leute, die in diese Abmahn-Geschäftsmodelle tappen, dass das ganz überwiegend Jugendliche und Leute ausländischer Herkunft sind. Ja, also da haben wir so eine besondere Situation, wo wir das für einen besonderen Fall tatsächlich mal annehmen können. Und das ist, glaube ich, dann, wenn man das weiß, wo das Risiko, dass das Risiko gruppenspezifisch ist. Patienten sind auch ein sehr schönes Beispiel, deswegen keine Geschenke an den Arzt, deswegen darf der die nicht annehmen, weil es das besondere Risiko gibt. Dann muss man sich eben auch überlegen, ob man nicht gruppenspezifische Regeln einführt. Also nicht generelle Schutzwürdigkeit, sondern es geht ja gerade darum, den Schutz auf die Risikosituationen zu beschränken. Zweiter Punkt, Empirie. Empirie ist nicht dasselbe wie ich frage den Verbraucher nach seiner Meinung. Ja? Natürlich ist es wichtig, und das ist ein ganz wichtiges Instrument für Sie, Kundenbefragungen zu machen. Klar, das ist wichtig und natürlich arbeitet auch empirische Verbraucherwissenschaft mit Befragungen in diesem Sinne. Aber es geht natürlich auch darum, Verhaltensweisen zu untersuchen, die gar nicht bewusst stattfinden. Deswegen gibt es ja da ein ganz ausgefuchstes System, wie man das richtig macht. Es geht ja um mehr als nur die tatsächlichen Präferenzen herauszufinden, sondern es geht auch darum, die Architekturen herauszufinden. Und die zeigen uns natürlich auch, dass Verbraucher, je nachdem, wie man sie fragt, nicht erstens sich gerne überschätzen, Overconfidence heißt das Stichwort, und zweitens, dass sie ihre Präferenzen hinsichtlich des punktuellen Punkts, nach dem gefragt wird, falsch einschätzen. Denn wenn man sie nach dem Ergebnis dann fragt, kommt plötzlich ein ganz anderes raus. Also Empirie, ja, wichtig, aber einfach nur Umfragen wie Wahlumfragen, also Sonntagabend nach dem Heute-Journal, das gleichzusetzen, das funktioniert nicht. Das ist alles richtig. Trotzdem, genauso wenig halte ich es für seriös zu sagen,
die millionenfache Kaufentscheidung im Supermarkt sei eine bewusste Abstimmung. Weil die Realität meines Supermarkteinkaufes ist doch in der Regel nicht die, juhu, jetzt habe ich viel Zeit und informiere mich mal ganz genau, was ich heute gerne kaufen möchte. Sondern die Realität ist, ich habe meistens wenig Zeit, ich kaufe ganz häufig das, was ich meistens schon kenne und für die meisten Kaufentscheidungen habe ich Pi mal Daumen 2 Sekunden Zeit. Also in der Tat, wenn wir wirklich dem Ganzen auf den Grund gehen wollen, dann ist natürlich richtig zu sagen, wie fehleranfällig natürlich repräsentative Umfragen sein können, aber genauso wie wir als normale, emotionale Wesen im Supermarkt so oder so ähnlich einkaufen. Und insofern werden wir da Frau Heil und alle ihre Kolleginnen und Kollegen da nicht rauslassen, weil letztendlich schon die Politik, zum Glück leben wir ja in der Demokratie, entscheiden muss, was sind die Rahmenbedingungen, unter denen dann auch Konsum, sei es im Lebensmittelbereich, sei es im Finanzmarkt, sei es im Gesundheitsmarkt, sei es in der digitalen Welt stattfindet. Und das Ganze ist ja leider nicht nur ein Ort, wo sich nur wohlmeinende Akteure treffen. Wir sind doch nicht naiv, sonst würden wir uns ja auch nicht manchmal um Dinge streiten. Sondern natürlich geht es darum, um Marktanteile, um das Streben nach Monopolen, um das Streben nach möglichst großen Gewinnmargen und darum natürlich auch uns Verbraucher auch manchmal zu etwas zu verführen, wo wir am nächsten Tag denken, naja, war vielleicht keine gute Entscheidung. So. In Maßen ist das alles in Ordnung und niemand ist hier, glaube ich, päpstlicher als der Papst. Schwierig wird es dann, wenn es um Täuschung geht. Also wo wir wissen, und da halte ich Empirie hoch, der Verbraucher denkt, er würde einen Tee mit Vanille und Himbeeren kaufen, aber er kriegt das nicht. Das ist für mich die Grenze. Wenn er glaubt, er kauft ein Finanzprodukt, das ist gut für die Welt, weil da irgendwie so eine Atomzeichen sich ganz schnell dreht und ich nachher ein Windrad sehe und denke, yippie, jetzt tue ich was Gutes. Und es extrem kompliziert ist, auf Seite 98 in irgendeinem dicken Prospekt zu finden, ups, ist ja ein Genussrecht. Oder was ganz anderes, ist ja nicht so sicher. Und die Verbraucherzentrale Hamburg ist ja damals gegen Procon vorgegangen, weil Procon damit geworben hat, so sicher wie ein Sparbuch. Das ist schlicht eine Lüge gewesen. Procon war vieles. Vielleicht auch für den einen oder anderen eine tolle Investition, kann ja sein. Nur so sicher wie ein Sparbuch war Procon nicht. Und insofern fand ich vorhin einen Punkt, den ich vielleicht noch kurz erwähnen möchte. Herr Kauder hat von Subsidiarität gesprochen. Ich teile das, dass das ein spannender Begriff ist. Auf die katholische Soziallehre wäre ich jetzt persönlich nicht gekommen. Aber aus dem politischen Diskurs ist das ja ein guter Begriff, weil er einhergeht mit dem Prinzip von Checks and Balances. In dem Moment, wo der Staat nicht alles im Detail regeln kann oder regeln will, zum Beispiel weil die technische Entwicklung so dynamisch ist, dass ich als Gesetzgeber gar nicht mehr hinterherkäme. Stichwort Big Data, Smart Data und alles, was damit verbunden ist. Ich aber trotzdem weiß, dass Wildwest dort ein schlechtes Prinzip ist. Herr Schmidt-Kessel hat vom Manchester-Kapitalismus in der digitalen Welt gesprochen. Richtig, ich könnte dafür jetzt zahlreiche Beispiele nennen. Wenn ich also weiß, dass Regulierung dafür zu langsam ist, ich aber die Menschen dort nicht alleine lassen möchte, dann ist, glaube ich, die Diskussion über Checks and Balances, nämlich Dritte zu befähigen, dort unterwegs zu sein, ein sehr gutes Prinzip. Ich gebe Ihnen 2 Beispiele. Das eine ist das von Ilse Aigner damals ermöglichte Portal Lebensmittelklarheit der Verbraucherzentralen, wo wir in viel freudiger Kommunikation miteinander, glaube ich, jetzt ein Instrument gefunden haben, was eine ganz wichtige Funktion erfüllt, nämlich Verbraucherinnen und Verbrauchern hilft, sich dort zu orientieren, einen Teil ihres Unmutes kundzutun und dem ein oder anderen Unternehmen hilft, auch einfach besser zu werden. Und das zweite ist tatsächlich, dank des Rechtsstaates dafür zu sorgen, dass man bestimmte Dinge vor Gericht klärt. Der Verbraucherzentrale Bundesverband bereitet sich jetzt vor, in eine größere rechtliche Auseinandersetzung mit Facebook einzutreten, weil das sich für den einzelnen Verbraucher nicht lohnt. Und der Werbespruch, Facebook ist kostenlos, halte ich zum Beispiel genauso für eine Irreführung wie manch anderes auch. Facebook verlangt keine Euro und Cent. Das stimmt. Aber die Daten. Herr Gent hat vollkommen richtig gesagt, aber die Daten. Und diese Form von rechtlicher Auseinandersetzung, Stichwort gegen Datenschutz, Problematiken auch rechtlich in Erklärung beizufügen, ist, glaube ich, etwas, was in einen Subsidiaritätsgedanken sehr, sehr gut hineinpasst. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Dann öffnen wir mal die Runde. Ja,
gerne sammeln wir, müssen ein bisschen gucken, dass wir die Themen zusammenhalten. Vielleicht sprechen Sie auch die Referenten an. Dann gehen wir mal so hier rum und dann gehen wir darüber links. Ja, und bitte sagen Sie gerade, wo Sie herkommen, bitte. Ja. Da sind so kleine Knöpfe dran. Ja. Genau, verbraucherfreundlich, genau, rot, ja, gut, Nudging. Ich möchte gar nicht über Ihre Einkaufserlebnisse am Supermarkt und Ähnlichem zurückkommen, weil ehrlicherweise, wenn wir nicht so einkaufen würden, wären wir wahrscheinlich verhungert, bevor wir am Checkout wären. Das wäre auch ein bisschen schade, wenn wir bei jedem einzelnen Produkt uns mit der eigenen Entscheidung nochmal beschäftigen müssten. Ich glaube, ganz wichtig ist, nochmal zurückzukommen auf die Frage, was ist denn ein mündiger Verbraucher? Und ich glaube, es gibt in vielen Fällen, und Herr Maas hat auch so eine schöne Aussage gesagt, dass es den mündigen Verbraucher eigentlich nicht gibt. Also ich meine, er ist dann nicht tot, er ist dann nur nicht existent, kann auch nicht wieder auferstehen oder ähnliches, ein bisschen schwieriger. Sondern er hat gesagt, also das wäre ein Trugschluss, weil wenn man, und zwar vor allen Dingen wäre es ein Trugschluss, wenn man den Verbrauchern alle Informationen geben würde, dann würden sie danach zu einer rationalen Entscheidung kommen. Ich glaube, der große Trugschluss ist, dass wir immer sagen, der mündige Verbraucher bedeutet automatisch rationale Entscheidung. Und wenn die Entscheidung nicht rational ist, dann ist er nicht mündig, dann ist er schutzbedürftig oder schutzwürdig oder ähnliches. Die Erfahrung, die wir machen, ist, dass wir als Menschen Gott sei Dank eben nicht nur die Ratio, nicht nur eine Hirnhälfte, wie das die Hirnforscher immer so schön sagen, sondern eben beide haben, dass wir Emotionen haben und dass wir viele unserer Entscheidungen deshalb treffen, weil wir sagen, die macht mir Spaß, die finde ich toll, das schmeckt mir gut und es hat mit Ratio gar nichts zu tun. Und mir wäre, glaube ich, schon ein großer Gewinn, wenn auch, ich sag mal, der Bundesminister für Justiz und Verbraucher verstehen würde, dass der mündige Verbraucher nicht der rationale ist. Und als Zweites möchte ich, was die Mündigkeit des Verbrauchers angeht, Ihnen einfach eine persönliche Beobachtung schildern. Ich, also als jetzt Hauptgeschäftsführer des Markenverbandes, habe ja mindestens 25 Jahre selbst Marke gemacht, sowohl im Handel als auch in der Industrie. Und wenn Sie früher vielleicht sagen konnten vom Vergleich her, der Verbraucher ist eher in einer Position eines Konsumäffchens. Falls Sie die Duracell-Werbung noch erinnern, die dann immer so ein bisschen so zusammenklappt und in großen Applaus auskommt, dann muss man heute sagen, geht die Wissenschaft davon aus und sagt, nee, das Konsumäffchen ist lange tot. Heute reden wir gar nicht mehr vom Consumer, sondern vom Prosumer. Von einem Verbraucher, der so viel Wissen hat, der so viel verfügbare Informationen hat, wie er sie nie hatte. Der eine Auswahl hat, die so groß war, wie sie noch nie war und der im Prinzip eigentlich so befähigt ist, selbst die Entscheidung zu treffen, was er möchte und was er nicht möchte. Und was ich glaube, was wichtig ist bei der Politik, ist, dass sie diesen Verbraucher in seinen Entscheidungen unterstützt und ihm nicht die Entscheidung wegnimmt, weder durch Nudging noch durch irgendetwas anderes. Dank. Nochmal, wir gehen jetzt einmal hier so rum und dann gehen wir auf die andere Seite und dann da hinten. Wenn Sie wollen, dass jemand antwortet, sprechen Sie ihn bitte an und nochmal, wäre nett, wenn Sie Ihren Namen nennen. Nein, ich bin schon vergessen, dass ich jetzt Ihren Namen spreche, das weiß ich schon. Ja, mein Name ist Reingen, Bundesverband der deutschen Süßwarenindustrie. Ich habe anschließend an Herrn Köhler den mündigen Verbraucher und eine zweite Anmerkung. Der mündige Verbraucher ist ja vom Europäischen Gerichtshof definiert und es leuchtete hier so durch, als sei der mündige Verbraucher ein Verbraucher, der in allen Bereichen kompetent ist und alles kann. Das ist aber auch so nicht definiert, sondern der mündige Verbraucher ist im Grunde ein durchschnittlich informierter, so sagt der Europäische Gerichtshof, und informationsbereiter Verbraucher. Und insofern also ist ein Punkt für mich als Bereich der Lebensmittelindustrie wichtig. Wir haben Frau Weisgerber war sehr beteiligt. Wir haben über Jahre hinweg die Diskussion gehabt im Europaparlament auf der europäischen Ebene, wo Sie als Gesetzgeber am Ende die Lebensmittelinformationsgesetzgebung erlassen haben und reguliert haben. Die ist nun gerade mal ein halbes Jahr in Kraft. Und für die Wirtschaft ist nun wichtig, dass das, was da gesetzt worden ist als Rechtsrahmen, nach langer intensiver Diskussion im demokratischen Willensbildungsprozess, dass das jetzt auch eine Weile Bestand hat. Und ich kann sagen, wir haben in unserer Industrie, Süßwarenindustrie ist nicht groß, viertgrößte Branche der Ernährungsindustrie. Wir haben eine Umfrage durchgeführt über die Kosten der Umsetzung. Sie lagen bei fast 100 Millionen Euro, was fast 1% des Umsatzes ist. Und was also heißt, dass man Unternehmen, gerade auch kleinen mittelständischen Unternehmen, nicht in kürzerer Zeit wieder zumuten kann, zu sagen, wir haben jetzt noch eine Idee. Und es ist ja kein Problem, das umzusetzen.
Also da ist der Rechtsrahmen gerade demokratisch gesetzt und die Wirtschaft hat ein deutliches Bedürfnis, dass das, was rechtlich geregelt ist, auch eine Zeit lang gilt und dass der sich dran hält, auch auf der sicheren Seite sein darf. Danke. Vielen Dank. Dann gehen wir mal weiter. Ja, bitte gerne. Da hinten ist auch noch ein Mikro. Wenn Sie, ja, Sie können gerne hier vorne hinkommen. Habe ich mich bewegt. Nauen vom Zentralverband Deutschen Werbewirtschaft. Herr Schmidt-Kessel, Ihr Vortrag war sehr instruktiv. Ein Punkt hat mich allerdings verwundert, nämlich dass im Zusammenhang mit den Instrumenten und Ansätzen guter Verbraucherpolitik ein Aspekt oder verschiedene Aspekte, wie man Regeln setzen kann, überhaupt nicht aufgetaucht sind. Und das sind Initiativen und Instrumente der Selbstregulierung, gerne auch in Verbindung und Kooperation mit Politik, mit gesellschaftlichen Gruppen. Wenn Sie vielleicht so freundlich sind, wieso das in Ihrem Vortrag nicht aufgetaucht ist, wir sind der festen Überzeugung, dass das in einen klugen, zeitgemäßen Policy-Mix und auch im Hinblick auf das Papier, was die CDU-Fraktion erarbeiten will, hineingehört. Und ich würde die Frage deshalb auch in eben solcher Weise auch an Sie, Frau Heil, vielleicht auch Frau Weisgerber und vielleicht auch an den Vertreter der Wirtschaft, Herrn Gent, richten. Danke. Vielen Dank. Wir beantworten das gleich. Sie bitte, ja. Stefan Lösch vom Gesamtverband Deutschen Versicherungswirtschaft. Ich mache es kurz. Ich habe eine Frage an Frau Weisgerber. Sie haben eingangs ganz richtig, gerade auch für die Finanzindustrie, darauf hingewiesen, dass der europäische Rechtsrahmen ganz, ganz wichtig ist für die in Deutschland tätigen Unternehmen. Uns betrifft das vor allem, was die Regulierung der ESAs, der europäischen Finanzaufsicht angeht. Da spricht die EIOPA, das ist die Versicherungsaufsicht, inzwischen von antizipativem Verbraucherschutz. Das mündet letztlich in Produktregulierung, die sehr weit geht und wo man sich fragen muss, dürfen die das? Also ist es mandatstreu? Ist es nicht eine Frage, die vielleicht ein Parlamentarier beantworten muss? Ist es nicht eine Sache, die ein Parlament regeln muss und nicht eine ausführende Behörde? Das geht nämlich inzwischen so weit, dass man fragen muss, ob die unternehmerische Freiheit da nicht auch ein Stück weit so sehr eingeschränkt wird in der Produktarchitektur, in dem Entwickeln neuer Produkte, dass es dann doch am Ende fragwürdig ist für uns. Okay, jetzt hast du so viele Herren. Jetzt gehen wir auf die andere Seite, fangen mit der Dame an und dann gehen wir hinten rüber und dann sind Sie mal, dann machen wir die Runde zu Ende mit Ihnen, ja? Eva Bell, Verbraucherzentrale Berlin. Im Übrigen sind die Verbraucherzentralen jeweils rechtlich eigenständig, auch wenn Klaus Müller den Bundesverband hier vertritt. Sie hatten gefragt, was bewegt die Verbraucher? Und ich möchte mal eine Berliner Antwort geben. Wir haben 50.000 Kontakte im Jahr und die suchen zunächst mal Hilfe zu verschiedensten Fragestellungen, wo wir auch gar nicht für zuständig sind, wo wir nur weiterverweisen können. Arbeitsrecht, bürgerrechtliche Streitigkeiten, Nachbarschaftsrecht, alles Mögliche. Sehr viel Beratungsbedarf oder Unterstützungsbedarf. Es kommt dann zu 22.000 Einzelgesprächen, also Beratungsgesprächen. Und wenn Sie da wissen wollen, was sind die Top-Themen, dann liegt ganz vorne die digitale Welt. Die Verbraucher setzen sich sehr stark damit. Die bewegen sich da und fallen eben rein, haben Fragen, wollen beraten werden. Zweites Thema sind die Finanzdienstleistungen. Und drittes ist der Energiemarkt. Seitdem der privatisiert ist, müssen Verbraucher da eine Unzahl an Entscheidungen treffen, haben auch da viele Fallen bei der Vertragsschließung, die sie erleiden müssen. Und ich will mal sagen, das sind alles keine Trottel, die zu uns kommen, sondern das sind mündige Bürger, die halt eigenverantwortlich sich um ihre Dinge kümmern, um ihre Angelegenheiten, aber eben überfordert sind, weil ihnen Informationen fehlen, weil sie die rechtlichen Regulierungen alle nicht im Detail kennen. Wer kennt die schon? Und die suchen halt jemanden, der ihnen hier unabhängig kompetent zur Seite steht, ihnen die notwendigen Informationen gibt oder auch die Lösungswege halt strukturiert und dazu halt sagen kann, nicht nur, wo finden Sie im Internet irgendwie eine Information, sondern wie können Sie jetzt dagegen vorgehen, was sind die außergerichtlichen, was sind die gerichtlichen Schritte.
Und insofern wäre für mich nochmal die Frage auch an Herrn Schmidt-Kessel. Sie hatten Informationen gesagt oder Schutz und hatten auch Instrumente genannt. Hier war gerade gesagt, warum ist die Selbstregulierung nicht dabei? Ich frage danach, warum ist der Beratungsansatz nicht dabei? Weil das, finde ich, ist eine wichtige politische Aufgabe, hier für eine auskömmliche Finanzierung dieser Beratungsansätze zu sorgen. Ja, das wäre vielleicht auch noch in Richtung die Politik die Frage, inwieweit man hier sich in der Verantwortung sieht, auskömmliche Beratungsstrukturen zu schaffen. Und als letzten Punkt würde ich noch hinzunehmen, Regulierung, was ist das richtige Maß? Verbraucherzentralen können nur Interessen vertreten im Rahmen eines Regulierungsprozesses. Und wir haben einen bestimmten Blick auf die Dinge, die wir da einbringen. Wir wollen, dass bestimmte Fallen, die wir halt aus der Beratungspraxis erkennen, sich nicht wiederholen. Also schlagen wir vor, Maßnahmen, Instrumente, um da in Zukunft einen besseren Regulierungsrahmen zu haben. Das gilt besonders bei Täuschungen, das gilt besonders halt auch, wenn es darum geht, gesundheitliche Beeinträchtigungen zu vermeiden. Ja? Ansonsten denken wir, dass Verbraucher bestimmte Interessen haben und dass die halt in so einem Rahmen fair auch aufgenommen werden sollten. Es sollte nicht einseitig nur von den stärkeren Lobbyisten so ein rechtlicher Rahmen bestimmt werden, sondern auch diejenigen, die hinterher mit dem Rahmen leben müssen, sollten halt sich darin wiederfinden. Als Verbraucherzentralen, das gebe ich wohl zu, haben wir einen leicht getrübten Blick, weil wir kennen mehr die Probleme, wir kennen aus eigener Anschauung natürlich die Dinge, die Spaß machen, aber wir machen keine empirischen Erhebungen, was macht den Verbrauchern besonders Spaß oder wo wollen die sich jetzt besonders nett mit auseinandersetzen, sondern wir können einspielen, was sind die Probleme, warum kommt man zu uns, macht sich auf den Weg, opfert seine Zeit, um sein Problem zu lösen. Danke. Vielen Dank. Wir haben uns hier oben auf dem Podium geeinigt. Wir sammeln das jetzt, machen wir eine Schlussrunde, dass wir es beantworten. Wir sind aber nachher auch noch da, wenn Sie also darüber hinaus noch Fragen haben. Wir können noch bis heute Abend diskutieren. Vielen Dank. Jetzt sind Sie dran. Ja, herzlichen Dank, Christian Silfken vom Deutschen Konsumentenbund aus Kassel. Herr Kauder und viele von Ihnen haben am Anfang die Freiheit und die Verantwortung hervorgehoben und gesagt, dass der Verbraucher nicht gegängelt werden darf. Das ist erstmal eine grundsätzliche Position, auf die sich, denke ich, alle einigen können. Da freut sich auch der Verbraucherschutz. Das Problem ist aber, und Herr Müller hat das gerade angesprochen, es gibt auch echte Scharlatane auf dem Markt. Wenn wir uns beispielsweise den Gesundheitsmarkt anschauen, dann mag man über die Edelstein-Apotheke oder Magnetarmbänder gegen Schmerzen noch lachen. Mir vergeht das Lachen spätestens dann, wenn ich höre, dass Eltern verhaltensauffälliger Kinder geraten wird, ihnen doch rektal, also in den Darm, Chlorbleiche einzuführen und keine Behörde in der Lage ist, gegen solche Kongresse, wie wir sie beispielsweise vor einiger Zeit in Kassel erlebt haben, vorzugehen. Einen ähnlichen Bereich, der sogar gesetzlich geregelt und privilegiert ist, betrifft beispielsweise die Homöopathie. Das haben wir sogar im Sozialgesetzbuch 5 als Leistung der gesetzlichen Krankenkassen drin. Auf der anderen Seite ist es so, dass wir in die Gefahr rutschen, auf eine schiefe Ebene zu kommen und von der reinen Produktsicherheit in den Bereich der Konsumethik zu kommen. Der Herr Professor Schmidt aus Bayreuth hat das angesprochen, indem er sagte, das seien Verbraucherinteressen. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass deutsche Behörden jetzt hingehen und dem Halal-Schlachter überprüfen, ob er korankonform geschächtet hat oder ob das vegane Essen nun dem Standard dieser oder jener Lifestyle-Gruppe entspricht. Ähnliche Bereiche gibt es zum Beispiel beim Novel Food. Also da wären wir als Verbraucherschützer doch gefragt, der Pluralität der Lebensentwürfe auch Rechnung zu stellen. Und daher das Plädoyer, Konsumsicherheit von Konsumethik ganz klar abzugrenzen. Der Input an die Politiker in dieser Runde, die ich gerne geben möchte, ist, richten Sie den Verbraucherschutz streng an wissenschaftlichen Kriterien und Erkenntnissen aus. Ich denke, damit tut man dann auch der Pluralität der Lebensentwürfe Rechnung. Vielen Dank. Ja, wir danken. War noch jemand auf der Seite? Sonst sind wir hier bei unserem letzten. Entschuldigung, nicht bei unserem letzter Wortmeldung. Ich denke auch schon nach, gerade was Sie sagen. Mein Name ist Burkhard Berndt und ich bin Mitarbeiter einer Abgeordneten im Gesundheitsausschuss, um es mal so zu sagen, und wundere mich über die massenhafte Anwesenheit der Gesundheitspolitiker. Ich denke, wir haben das Problem, oder
wenn ich die Vorträge insgesamt Revue passiere, dann ist sicherlich der Grundsatz unstrittig, dass wir den mündigen Verbraucher wollen. Aber Grundsätze haben ja nun mal an sich, dass sie an ihre Ränder stoßen. Und eine weitere Erkenntnis ist, den Verbraucher gibt es gar nicht. Bekannterweise berät der Bundestag zurzeit das Präventionsgesetz. Und wenn Sie in den nächsten Tagen und Wochen, vielleicht auch Monaten, Gesundheitspolitiker sprechen hören, dann werden Sie keinen Satz bilden, in dem nicht das Wort Lebenswelten vorkommt. Damit will ich nur sagen, wir haben ein ganz massives Problem als sogenannte westliche Gesellschaft mit den sogenannten Zivilisationskrankheiten, bedingt durch Bewegungsmangel und durch übermäßige Ernährung in dieser Kombination. Vielleicht bin ich etwas zu spät rangekommen, weil Herr Gehrig schon weg ist, weil er gleich die Zucker- und Fettsteuer verdammt hat. Die ist ja dem deutschen Fiskus keineswegs fremd gewesen. Bis 1992 gab es die Zuckersteuer, also im Jahre 10 der Kanzlerschaft von Helmut Kohl. Ich will damit nur sagen, wir bekommen aufgrund der massiven Probleme im Gesundheitsbereich eine Diskussion, die nicht nur das Individuum als problematisches oder den Verbraucher als Problem gesellschaftlicher Zustände darstellt, sondern wir bekommen auch ein haushaltspolitisches massives Problem, wenn wir diese Dinge nicht in den Griff bekommen. Und wir sind ja gelegentlich bei der Diskussion in eine Situation lustiger Geschichten hineingeraten. Und da kommt man auch schnell in den Bereich des Sarkasmus hinein. Sie können unter dem Firmenschild des mündigen Verbrauchers schlecht sagen, jeder hat das Recht auf Zuckerkrankheit und im weiteren Verlauf auf einen aufrichtigen Herzinfarkt, am besten in Verbindung mit einem Schlaganfall. Das aber sind die Probleme, die zunehmend massiv auf unsere Gesellschaft zukommen. Und wir werden als Politik nach meinem Dafürhalten gar nicht drum herum kommen, nach gezielten Steuerungsinstrumenten zu suchen, um genau ein Verhalten hin zu einer gesunden Ernährung zu bekommen. Und da kann es auch ein Mittel sein. Wir wissen zum Beispiel von der Tabaksteuer, dass sie ganz wesentlich dazu beigetragen hat, dass der Tabakkonsum in der jüngeren Generation zurückgegangen ist. Man wird entsprechende Effekte 1:1 nicht in anderen Bereichen bekommen können. Und es ist auch klar, wir brauchen Ernährung mit Fett und mit Zucker. Wenn Sie nichts trinken, verdursten Sie. Und wenn Sie eine Badewanne austrinken, sind Sie auch tot. Das heißt, wir werden auch als Politik uns verstärkt darüber Gedanken machen müssen, wie wir eine Gesundheitspolitik betreiben, die hier an dieser Stelle zielführend ist. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Jetzt habe ich leider die Aufgabe, das zu moderieren. Ich würde gerne was sagen dazu, weil das so überhaupt nicht meine Position ist, die ich auch als Verbraucherschützerin normalerweise vertrete. Wir machen jetzt hier eine Schlussrunde. Jeder kann was dazu sagen und wir fangen. Dürfen wir bei Ihnen anfangen? Ja. Zwei ganz knappe Stichworte und dann Hinweise zu den beiden Fragen nach den weiteren Instrumenten. Schutz von Irrationalität, das machen wir längst. Wir schützen den Verbraucher natürlich auch bei Leisure Contracts. Ja, klar, also das gehört mit dazu. Das tun wir übrigens auch ohne Schutz. Wir regeln die mit, Reisen und so. Also es geht nicht um Rationalität in diesem Sinne, sondern es geht auch um kommerzialisierbare Irrationalitäten, die hier erfasst werden. Zweiter Punkt, Prosumer, nur dass sich das nicht festsetzt, das ist nicht der besonders Informierte, sondern das ist der Verbraucher, der so jedenfalls die entsprechende Terminologie in der Wissenschaft und auch in der Politik, soweit ich weiß, das ist derjenige, der selber teilnimmt an der Leistungserbringung, dessen Beitrag entscheidend ist für das Gelingen, ohne den es nicht geht. Der ist dann häufig auch besonders informiert, aber das ist nicht der Punkt. Ich bin bei zwei Ansätzen gefragt worden, warum ich die nicht mit berücksichtige. Naja, also erstens habe ich die genannt, die mir am wichtigsten sind. Zweitens habe ich die genannt, wo vielleicht was Neues erforderlich wäre, weil ich den Punkt Selbstregulierung und den Beratungsansatz, die halte ich beide für extrem wichtig. Aber ich kann natürlich auch, ich schreibe gerade ein Lehrbuch zum Verbraucherrecht
Das kann ich natürlich nicht komplett hier vortragen in 30 Minuten. Zunächst Punkt Selbstregulierung. Ganz klarer, großer Eigenwert generell. Natürlich auch deshalb, weil wir weniger Informationsflüsse brauchen aus der beteiligten Branche in die Politik, weniger Regulierungsmissverständnisse etc. Das ist ein großer Vorteil davon. Und was ein großer Vorteil ist für viele Bereiche der Selbstregulierung, aber nicht für Ihre, ist Standardsetzung. Ja, also DIN zum Beispiel, ISO, das sind ganz hervorragende Instrumente, auch des Schutzes, weil sie Komplexität reduzieren, ja, weil sie die Informationen für den Verbraucher intelligenter darstellbar machen. Es ist eine Selbstregulierung, es ist sie nicht nur, gerade im Bereich DIN, ISO, weil wir zum Teil produktsicherheitsrechtlich staatliche Anknüpfung haben, das Mandat haben, die Akzeptanz des Mandats durch die Kommission. Also wenn man da in die Einzelheiten geht, wird es sehr fein. Es ist auch Selbstregulierung, aber eben nicht nur. Und ähnlich haben wir es bei den Bilanzierungsstandards auch. Bei der Werberegulierung haben wir natürlich einen heftigen Sonderfall, ne, weil es da in weiten Teilen bei der Selbstregulierung nicht so sehr um Verbraucherschutz geht, sondern auch einfach um Pressefreiheit. Anderes Thema. Beratungsansatz, auskömmliche Strukturen, ja, selbstverständlich. Das ist, glaube ich, wichtig, und zwar auch und gerade wegen dieser durchaus, finde ich, empirischen Seismographenfunktion, die Sie erwähnt haben, die die Verbraucherzentralen haben und die vermutlich durch die künftigen ADR-Stellen nochmal ergänzt wird. Also deren Berichte werden, was Empirie in diesem Bereich sein, auch sehr wichtig, aber auch da ist es mir natürlich sehr wichtig, dass man sehr klar dazwischen differenziert, wo habe ich Risiken, die sich eben aus den Freiheiten des Marktes ergeben und wo ich gegebenenfalls gegensteuern muss, die vielleicht in illegalem Verhalten begründet sind, und wo entwickeln sich Interessen, die sich eben noch nicht in typischen Verbraucherpräferenzen, also der üblichen Qualität einer Leistung, niedergeschlagen haben, sondern die ich vielleicht zu anderen Steuerungszwecken einsetze. Und da ist mir dann besonders wichtig, dass man das eine mit dem anderen nicht vermischt. Ja, ich würde ganz gern was zum Thema im Bereich der Finanzaufsicht sagen und der Rolle des Gesetzgebers. Also ganz allgemein gesagt, der Gesetzgeber gibt zu den wichtigen Fragen den Rahmen vor. Und wir haben im Europäischen Parlament teilweise sogar sehr, sehr detailliert, sogar über Grenzwerte bis in die letzte Tiefe hinein verhandelt. Und deswegen würde ich gerne Ihren Fall einfach aufnehmen, wenn Sie sich dann nochmal an mich wenden können. Ich gebe es dann auch nochmal an die Finanzpolitiker auch mit weiter. Es ist nicht im Interesse des Gesetzgebers, dass dann eine Behörde sich über diesen Rahmen wegbewegt oder aus diesem Rahmen rausbewegt. Weil es gibt schon manche Themen, da regeln wir natürlich nicht alles bis ins Detail, und man kann schon gar nicht Verwaltungshandeln oder Aufsichtshandeln bis ins Detail regeln. Aber auch da geben wir einen Rahmen vor, und die Grenze ist da in meinen Augen, wo der Wille des Gesetzgebers, wo der nicht mehr beachtet wird. Und deswegen wäre ich da sehr interessiert an Ihrem Beispielsfall. Das Thema Selbstregulierung. Ich war, glaube ich, die Einzige, die die Verantwortung der Wirtschaft sehr in den Mittelpunkt gestellt hat. Und ich bin auch der Meinung, das ist in der ersten Stufe wirklich ganz, ganz wichtig, dass wir die Verantwortung der Wirtschaft auch ernst nehmen und auch einfordern. Und gerade bei der Selbstregulierung gibt es einige Beispiele, wo es gut funktioniert hat. Auch bei der Nährwertkennzeichnung haben wir vorher ja freiwillige Kennzeichnung gehabt. Man hat es übrigens in der Lebensmittelkennzeichnungsverordnung berücksichtigt. Die schon freiwillig gekennzeichnet haben, haben mehr Zeit bekommen, weil sie ja auch letztendlich umstellen mussten. Also das, sagen wir mal, wird schon auch anerkannt vom Gesetzgeber, wenn man da, sagen wir mal, schon vorher übers Ziel positiv hinausgeschossen ist. Aber es gibt halt auch manche Fälle, auch bei den Grenzwerten und Zielsetzungen, zum Beispiel Automobilindustrie, Grenzwerte CO2, durfte ich auch verhandeln. Da haben wir am Anfang eine Zielsetzung von der Automobilindustrie gehabt, die sie dann nicht einhalten konnte, wo natürlich dann schon der Gesetzgeber gefragt ist. Hat jetzt nichts mit Verbraucherschutz zu tun, aber wollte ich nur mal als Beispiel für Selbstregulierung nennen. Also ja, auf jeden Fall. Und erst im zweiten Schritt, wenn es nicht ausreichend funktioniert, bin ich der Meinung, sollte der Gesetzgeber dann tätig werden. Beratungsansatz. Also ich finde auch die Beratungsstellen ganz, ganz wichtig, weil sie einfach auch
den informierten Verbraucher generieren und ihn eben in diese Position auch bringen, dass er auf Augenhöhe mit der Wirtschaft ist. Und ich kann Sie nur auffordern, auch wenn Sie einfach Erfahrungen haben, wo es wirklich zur Verbrauchertäuschung kommt, dass es wirklich dann an uns auch in der Bundespolitik herantragen, auch an die Europaabgeordneten herantragen. Ich kann das gerne dann auch immer weitergeben. Und wir werden uns sicherlich als Verbraucherschutzpolitiker auch dafür einsetzen, dass das auskömmlich ist in unserer täglichen positiven Auseinandersetzung mit den Haushaltspolitikern. Also ich sage mal, ich unterstütze das auf jeden Fall. Beratungsansatz ist ganz, ganz wichtig. Und zum Herrn Berndt noch bezüglich Verbraucher auf Augenhöhe. Also ich definiere das so, dass man dem Verbraucher die Information geben sollte von Seiten des Gesetzgebers, dass er eine bewusste Entscheidung treffen kann. Aber wir müssen ihm natürlich auch nach wie vor die Freiheit geben, dass er diese Entscheidung dann auch selbst so oder so trifft. Und wenn jetzt eine zuckerkranke Patientin weiß, dass sie jetzt den Schokoriegel nicht essen darf oder sollte, dann kann sie es schon, wenn sie danach wieder spritzt und so weiter. Sie muss es halt einfach dann auch selbst entscheiden können. Und natürlich glaube ich, dass Prävention wichtig ist. Wir haben auch in der Gesellschaft fast schon einen Hype, was Wellness und Gesundheit und so weiter, Bewusstsein auch in der Ernährung angeht. Aber das muss immer alles freiwillig sein. Das muss man auch fördern, dass das die Prävention und auch die Freiwilligkeit, sagen wir mal, oder das Bewusstsein wächst in dem Zusammenhang. Aber ich kann es halt nicht komplett lenken. Und ich glaube, das war auch deine potenzielle Antwort, die du vielleicht gegeben hast, wenn du nicht moderiert hättest. Dankeschön. Gerne würde ich zunächst das Thema Selbstregulierung nochmal aufgreifen und das doch etwas anders setzen, als es jetzt eben gerade nochmal formuliert wurde, gerade auch von Professor Schmidt-Kessel. Selbstregulierung ist natürlich ein richtiges Instrumentarium, gerade im Zusammenwirken mit NGOs, mit Politik, mit Gesellschaft, Dinge vorwegzunehmen anstelle einer staatlichen Regulierung. Natürlich muss das transparent sein, es muss nachvollziehbar sein, es muss natürlich für Dritte auch nachvollziehbar sein. Und gute Beispiele sind der Werberat und die deutsche die Wettbewerbszentrale gegen unlauteren Wettbewerb. Und hier geht es vermeintlich nicht nur um Presse- und Medienfreiheit oder Dinge, die dort betroffen sind, sondern natürlich auch um Konsumenten- und Verbraucherbetroffenheit, weil natürlich entsprechende Anzeigen, die beispielsweise nicht den Dingen entsprechen, natürlich dort innerhalb der Wirtschaft reguliert werden, mit hohem Maße anerkannt durch die Rechtsprechung und dann auch eine Regulierung gar nicht erforderlich ist. Das ist eine hohe Wirkung, die einfach da ist. Hier verpflichtet sich die Wirtschaft, selber diese Dinge wahrzunehmen. Wie gesagt, mit aller Transparenz, Nachvollziehbarkeit, nicht hinter verschlossenen Türen. Das muss gewährleistet sein und ist ein hohes Gut, was sich auf jeden Fall lohnt, auch weiterzuführen. Ich habe heute aus der Diskussion, aus den vielen Beiträgen mitgenommen, dass es keine Abkehr gibt von dem durch die Rechtsprechung entwickelten Verbraucherleitbild, dass man eine differenzierte Sichtweise-Diskussion fortführen muss. Dem kann ich mich sicherlich anschließen, aber dass wir selber im Grunde genommen, das haben eigentlich alle deutlich gesagt, davon ausgehen müssen, dass es autonome Verbraucherentscheidungen auch morgen noch geben muss. Herr Neubacher, Sie waren da sehr pointiert. Es hat mir sehr gefallen, weil es eben auf die Dinge auf den Punkt bringt, dass wir nicht die Entscheidung für den Verbraucher treffen, weder Politik noch andere, sondern der Verbraucher selber entscheiden muss, aber eben best informiert sein muss. Die Definition Verbraucher auf Augenhöhe gefällt mir auch, kann ich mich anschließen. Das heißt aber auch, wenn man auf Augenhöhe unterwegs ist, muss es auch ein Augenmaß geben in der weiteren Umsetzung, nämlich keinen überzogenen von Dritten und anderen entwickelten Verbraucherschutz, der möglicherweise gar nicht den Verbraucher dient, sondern anderen, sondern mit Augenmaß dann eben in diesem Bild zu bleiben, auf Augenhöhe zu sein, heißt eben auch mit Augenmaß zu gehen und keine überzogenen Regulierungen zu nehmen und zu machen und das Verbraucherleitbild völlig in Abkehr zu bringen. Erst nochmal vielen Dank für die Diskussion. Ich glaube, es tut der Verbraucherpolitik gut, ab und zu auch mal einen Schritt zurückzugehen, nicht nur sektoral zu diskutieren, also was ist im Finanzmarkt, Lebensmittelmarkt, Energiemarkt notwendig, sondern es auch etwas übergreifend zu nehmen. Ich würde auch gerne einsteigen mit der Frage der Selbstregulierung, der Selbstverpflichtung. Bei uns überwiegen natürlich ein bisschen die Beispiele, wo das nicht so gut geklappt hat. Frau Weiß-Gerber hat ein Beispiel genannt. Und ich würde das so formulieren, ich glaube, dann ist eine freiwillige Selbstverpflichtung gut, wenn sie a. in ihren Ergebnissen quantifizierbar ist. Sie darf nicht blumig, wolkig sein, sie muss klar sein. Zweitens, sie muss überprüfbar sein. Man muss klar feststellen können, gibt es Fortschritte oder gibt es sie nicht. Und ich glaube, sie muss auch sanktionierbar sein. Nämlich durch das Unternehmen selbst, wenn man nur was versprochen hat, der Politik, der Gesellschaft, den Verbrauchern, aber sich nicht dran hält,
muss das letztendlich Konsequenzen haben. Ich fand sehr interessant den Beitrag des Kollegen aus dem Gesundheitsausschuss und ich bin sicher, wir werden in dieser Gesellschaft noch lange über Diabetes diskutieren müssen. Dann lassen Sie uns das aber bitte unter der Ägide der Gesundheitspolitik tun und nicht unter der Ägide des Verbraucherschutzes. Weil ich befürchte auch, wir werden unter Fragen von Gesundheit, Gesundheitskosten, und ich habe heute schon eine ganze Reihe von Versicherern, die mit mir gerne Gespräche führen möchten über ihre Perspektive steigender Gesundheitskosten wegen Diabetesfällen, die würden mich dann gerne als Verbraucherschützer immer gerne so einspannen. Da werde ich immer ganz kribbelig bei, weil dann unter dem Mäntelchen des Verbraucherschutzes womöglich Interesseninstrumente diskutiert werden, die alle womöglich legitim sind, aber die etwas mit Gesundheit zu tun haben. Gesundheitsmarkt, Krankenkassen, Kostenentwicklung und. Und dafür würde ich mich nur ungern verhaften lassen, weil ich das gerne trennen möchte. Drittes Stichwort, Versicherungen und EIOPA wäre jetzt auch ein abendfüllendes Thema. Ich sage mal, in dem Moment, wo die Versicherer sagen, jetzt nutze ich mal Big Data, um daraus mal was ganz Neues zu kreieren. Vor allem, wenn wir über das Thema der Krankenversicherung reden, wo wir demnächst womöglich Verträge angeboten bekommen nach dem Motto, gibst du mir deine Daten, gebe ich dir einen gesunden Tarif. Und hältst du dich nachher nicht an bestimmte Dinge, wird es teurer. Dann werden wir uns in freundlicher Feindschaft verbunden fühlen. Das wäre nämlich nachher keine Versicherung mehr. Da würde ich mir in der Tat eine sehr engagierte Diskussion der Politik wünschen, ob das womöglich noch ein Versicherungsmodell ist oder nicht was ganz anderes. Also da ist tatsächlich zurzeit sehr viel Kreatives unterwegs, noch nicht im deutschen Markt, aber mit Generali im italienischen Markt. Und ich glaube, das wird tatsächlich unter den Vorzeichen des Verbraucherschutzes eine sehr, sehr harte Auseinandersetzung werden. Letzte Bemerkung nach dem Dank. Die Verbraucherbildung haben wir jetzt so ein bisschen hinten vorgelassen. Sie tauchte überall mal auf. Ich unterstreiche nochmal den Appell, dass es keine Frage ist, wo man 16 Bundesländer mit alleine lassen darf. Das ist eine Frage, wo sowohl Verbraucherschützer wie die Wirtschaft, wie die Bundespolitik sich sehr genau überlegen sollte, wie man diese qualitativ gut gemacht, den Schülerinnen soll es ja auch ein bisschen Spaß machen, über Mietverträge und Ähnliches zu diskutieren und was zu lernen. Ich glaube übrigens, sie wollen das, Empirie. Und wie man das tatsächlich befördern könnte, das wäre der Schweiß der Edlen wert. Und wenn das mal ein Wahlkampfschlager werden würde, Mann, fände ich das klasse. Vielen Dank. Es ist mehrfach angesprochen worden, die Wildwest-Methoden im Internet und diese ganzen Probleme im Digitalen. Das stimmt. Wurde auch vorhin erwähnt. Und ich glaube, Manchester-Kapitalismus war sogar ein Wort, das da fiel vorhin. Ich will da auch noch mal kurz die Perspektive des mündigen Verbrauchers erwähnen. Das ist ja richtig, dass man da im Internet auf Anbieter stößt, die einen da betuppen wollen und hintergehen. Aber die Digitalstrategie der Bundesregierung kann, finde ich, auch mit Blick auf den Verbraucher nicht so aussehen, dass man Google zerschlägt und Uber verbietet und da Angebote verkürzt und verknappt, bevor wir überhaupt als Verbraucher anfangen konnten, auch vielleicht davon zu profitieren. Das ist keine Verbraucherpolitik im Interesse des Verbrauchers, wenn da verboten und unmöglich und reguliert und kaputt und zubetoniert wird. Das ist das eine. Und das Zweite, was ich noch mal kurz erwähnen wollte, ist die Frage, dieses Spannungsfeld, staatliche Regierung, Eigenverantwortung. Da taucht ja das Wort Eigenverantwortung auf. Und da gibt es in Hamburg an der Schnackenburger Allee, da gibt es beim Fischgroßhändler Hagener, da gibt es seit einiger Zeit jetzt so ein Warnschild hinter der Theke. Da steht drauf, Vorsicht, Fisch kann Gräten enthalten. Und das wurde dem auferlegt, denn da hatte sich ein Kunde beschwert, der hatte sich an so einem Lachsbrötchen verschluckt und hatte geklagt. Und hat auch recht gekriegt, denn woher soll der schutzbedürftige Verbraucher, von dem jetzt so viel die Rede ist, woher soll der wissen, dass in Fischbrötchen Gräten enthalten sein können? Und das ist das Problem, das wir sehen, dass also gerade eine Gesellschaft, die Eigenverantwortung hochhalten will, früher hätte man gesagt, so ein Richter, der hätte den nach Hause geschickt, da kommt so ein Irrer und hätte gesagt, jetzt gehen Sie mal schön nach Hause. Aber eine Gesellschaft, in der inzwischen auf jeder Verpackung draufstehen muss, was da alles nicht drin ist, da ist das kein Wunder, dass man natürlich auch so eine Erwartungshaltung bei den Verbrauchern irgendwann weckt. Oder auch selbstverständlich findet plötzlich, wenn man dann sagt, ich habe mich jetzt verschluckt, stand nicht ausdrücklich drauf, kann ich ja jetzt jemanden verklagen. Das heißt, die Politik muss sich auch klar sein, welchen Typ von Bürger man damit sozusagen auf den Plan ruft. Und das ist ja eine Gesellschaft, die wir eigentlich nicht wollen. Vielen Dank.
auch wirklich einen ganz besonderen Dank an jetzt alle hier auf dem Podium, die mitdiskutiert haben und auch für das Schlussstatement, was Sie jetzt hier nochmal wunderbar zusammengefasst haben. Auch danke, dass Sie so interessiert zugehört haben und dann am Ende auch mitdiskutiert haben. Ich nehme das jetzt mit und wir packen da draus, wir bauen ein Papier. Wir haben uns natürlich schon Gedanken gemacht, so ganz ins Leere haben wir heute die Veranstaltung nicht gemacht. Vielleicht werden wir an der einen oder anderen Stelle oder ganz sicher da nochmal nachbessern. Ein paar Dinge würde ich jetzt aus meiner Warte gern zusammenfassen. Also ich glaube schon, dass wir von einem differenzierten Verbraucherbild ausgehen. Und Sie haben es eben so gesagt, von der Verbraucherzentrale aus hier Berlin. Wir gehen natürlich nicht, wie als Politiker schon mal überhaupt nicht, von dem Trottel als Verbraucher aus. Aber das wird natürlich aus der Diskussion hängen bleiben. Sie haben das wunderbar eingeführt. Wir wollen auch den Verbraucher natürlich nicht dazu machen. Also wir aus der Politik schon mal gar nicht. Wir haben festzuhalten, die ganz enge Beziehung, ganz selbstverständlich von Verbraucher und Wirtschaft. Der eine kann ohne den anderen auch nicht. Ich finde, das muss auch im Papier Niederschlag finden. Auch einer kann auf Kosten des anderen eben nicht auch leben. Wir müssen über die Selbstregulierung aus der Wirtschaft sprechen, die für mich ein ganz großer Punkt sind, denn wir als Staat können gar nicht so viel und so weit regulieren, wie die Wirtschaft intern eigene Maßnahmen ergreift, um Qualität zu halten und die Standards zu halten. Ist die Wirtschaft immer besser, als der Staat hinterher sein kann. Das soll nicht heißen, dass der Staat nicht kontrollieren muss, aber das muss ein Ineinanderwirken sein. Wir haben den neuen Begriff eingeführt, Verbraucher auf Augenhöhe, also jetzt nicht unbedingt nur noch den mündigen Verbraucher, wir haben ihn heute nicht zu Grabe getragen, aber Verbraucher auf Augenhöhe ist hier öfter gefallen worden. Mir hat gut gefallen, dass wir dazu den Zusatz machen, eben mit Augenmaß oder der eigenverantwortliche Verbraucher, müssen wir mal sehen, was sich da durchsetzt. Unser Fraktionsvorsitzender hat von der Subsidiarität gesprochen, also da, wo man Verantwortung übernehmen kann, wo man die Fähigkeit hat, muss man sie übernehmen und da, wo es eben nicht mehr geht es an eine andere Stufe, da ist man dann schutzbedürftig und geht es eine Stufe weiter. Dann vielleicht nochmal zum Kollegen, da kann ich jetzt nicht drum hin, das ist mein Schlusswort einzubauen. Ich fühle mich noch ganz gesund und leistungsfähig und leide weder an Diabetes und dann lasse ich mir auch vom Staat nicht sagen als freier Bürger, dass ich abends kein weißes Brot, sagen wir mal ein Baguette mit Olivenöl tunken darf oder dass ich nach einem Rad, wenn ich sonntags Rad gefahren bin, ziemlich weit irgendwie keine fettige Abendmahlzeit essen kann oder ein paar Schokoriegel oder so mehr dann reinziehe und der Staat regelnd eingreifen würde und sage, wir machen aber auf Fett oder auf Zucker eine höhere Steuer und wir damit auch ganz gesunde Menschen, die im ganz normalen Leben nachgehen, treffen würden. Also das, denke ich mal, wird nicht Konsens sein bei uns in der Fraktion. Wir setzen auf die Eigenverantwortung im Gegensatz zu der Bevormundung. Ich halte es da mit unserer Fraktion, mit unserer Vorsitzenden und Bundeskanzlerin Angela Merkel, die immer sagt, wir trauen den Menschen etwas zu, das sagt sie in vielen Bereichen, das gilt für den Verbraucherschutz wirklich so, wir trauen den Menschen etwas zu, wir machen sie also eben auch nicht, zu dem will ich jetzt nicht mehr wiederholen, was hier gesagt wurde und unsere Verbraucherpolitik baut, das sage ich auch in jeder Veranstaltung, das ist heute, glaube ich, auch ganz gut rausgearbeitet worden vom Podium auf 5 Punkte. Wir sind froh, dass wir Forschung haben, dass wir hier auch einen Professor sitzen hatten, der sich mit dem Teil, mit der Materie auseinandersetzt, also auch auf eine empirische Forschung und empirische Forschung. Wir setzen auf Bildung, überhaupt gar keine Frage, egal was Länder dazu sagen und wo die Kompetenz liegt, aber wir setzen auf Bildung und natürlich kommt die Beratung dazu, da haben Sie vollkommen recht, auch da nochmal hinzuweisen. Wir haben über die gute Information gesprochen, wirklich gute Information, nicht nur einfach Information, so je mehr, umso besser, umso mehr hilft das, das ist nicht unser Ansatz. Wir haben über den Rechtsrahmen gesprochen, deswegen bin ich dankbar, dass das jetzt im Ausschuss Recht und Verbraucherschutz ist. Der Rechtsrahmen ist sehr, sehr wichtig, da werden wir auch dranbleiben, dass wir Verbraucher einen sicheren Rechtsrahmen haben. Aber der schönste Rechtsrahmen hilft nichts, das sehen wir in anderen Ländern, wenn wir nicht die Rechtsdurchsetzung dann auch haben. Und das sind die 5 Säulen, auf denen wir aufbauen. Das wird in unserem Papier Niederschlag finden. Das alles haben wir mit Ihnen erarbeitet. Ich hoffe, dass wir in gutem Kontakt bleiben. Ohne Sie wird das auch weiterhin nicht funktionieren. Ich habe zwar eben spaßeshalber gesagt, wir sind alle gewählt worden und haben einen guten Kontakt in die Bevölkerung. Sie haben den auch
wenn wir uns weiterhin gut austauschen, dann kann da auch richtig was Gutes rauskommen, auch gute Politik rauskommen. Und deswegen die herzliche Aufforderung, bleiben Sie mit uns in Kontakt, trieten Sie uns an der einen oder anderen Stelle, auch die, es gilt hier für die Kollegen am Podium auch, also Kollegen und Mitdiskutanten, bleiben Sie mit uns in Kontakt, weil das Interesse, was uns leitet, ist, glaube ich, immer das Gleiche. Wir wollen das Beste für den Verbraucher. Sie wollen zum Teil Geschäfte machen, aber das sollen Sie auch machen, Sie sollen auch Geld verdienen, aber wir wollen das natürlich nicht zum Schaden von irgendjemand hier in Deutschland tun. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie hier waren.